Jetzt geht's zur Sache! Schema Leute, schön, dass ihr am Start seid und willkommen zurück zu Jetzt geht's zur Sache, dem Gothic-Podcast mit Evil 7 und Corinus Pictures. Hallo Evil 7, was geht? Hi Vindia, na, alles gut? Ja, bei mir alles gut, bei dir? Ja, bei mir auch, alles gut. Wunderbarer Abend. Was hast du heute, hast du schon zu Abend gegessen oder machst du es nach dem Podcast? Ah, ich habe eben lecker Müsli gegessen. Mit ja, Banane, Müsli. Apfel, Quark und ein paar Walnüssen. Sehr, sehr geil. Ganz entspannt. Sehr geil. Also kein Fleischwanzen-Ragout, so wie sonst jeden Tag? Nee, ich hatte heute Mittag schon Feuergeschnetzeltes in Hammersoße. Das reicht mir dann erstmal. Ja, Snuffs Küche ist zwar super gut, aber ich weiß nicht, ob man jeden Tag bei Snuff bestellen sollte. Generell wird ja auch teuer irgendwann, ne? Und hast du dir, ja, auf jeden Fall, hast du denn heute was bei Liefernando bestellt, oder? Ja, bei mir gab es gerade tatsächlich so eine Big Mac Bowl, auch so Ofenkartoffeln, okay, nice. Mit so Hackfleisch und dann halt so Big Mac Soße, ist so ein bisschen viral gegangen irgendwie im Internet. Haben wir mal ausprobiert, ist tatsächlich ziemlich gut, also ich kann es weiterempfehlen. Okay. Muss ich mal ausprobieren, kannst du mir mal den Link schicken. Yes. Ja, die dritte Folge, ne? Vom Podcast. Ja. Jetzt sind wir wieder auf meinem Kanal unterwegs und ich habe da auch wieder eine tolle Szene im Hintergrund ausgesucht für die Leute, die jetzt auf YouTube zuschauen. Ja, und ich würde sagen, wir können eigentlich direkt in die Fragen reinstarten, es sei denn, du möchtest vorher noch irgendwas anderes besprechen. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten zum Thema Remake? Mir ist jetzt nichts bekannt. Mir eigentlich auch nicht. Es gab ja jetzt, vor kurzem war ja 22. oder 23. Geburtstag von Gothic. Eins oder zwei, eins von beiden. Jedenfalls gab es auf dem Discord von THQ, also dem offiziellen Gothic Remake Discord, gab es irgendwie so eine ominöse Ankündigung, dass irgendwie die Banditen vom neuen Lager irgendwas geklaut hätten und dass sie das noch irgendwie besorgen müssen. Also mal schauen, ob es jetzt in den nächsten Tagen wieder neues Material gibt. Wäre schön, wenn man einen neuen Trailer bekommt mit echtem Gameplay. Oh, das vielleicht auch irgendwie so eine Demo, das hat sich ja auch irgendwie so ein bisschen das Gerücht verbreitet, dass es so eine Demo gibt, in der man Nyras spielen kann. Mhm. Da haben sie ja für Vorführzwecke extra so eine kleine Demo gebaut und das schon im letzten Jahr einzelnen Leuten vorgestellt. Mal schauen, ob sie das dann auch als Publicity-Material dann für uns Spieler rausbringen werden. Wäre cool. Ich meine mich zu erinnern, dass ich habe glaube ich auch so einen Screenshot davon gesehen, dass man also irgendwie Nyras auf dem Weg ins Mintal oder sowas und der hatte lange Haare, glaube ich, ne? Ja, auf den ersten Blick dachte man erst, oh, ist das der namenlose Held? Aber nee, das war Nyras. Aber Nyras ist ein Novize oder nicht aus der Bruderschaft? Ich meine schon und das wäre natürlich cool, wenn sie dann, also unabhängig jetzt vom Gothic Remake, dass man da auch andere Charaktere, so in kleineren Kapiteln als Add-on oder DLC spielen könnte. Um halt so vielleicht ein paar Vorgeschichten zu erzählen. Ja, wie sie zum Beispiel in die Kolonie gekommen sind und natürlich damals noch mit Haaren auf dem Kopf sozusagen, bevor sie die Bruderschaft erreicht haben. Meinst du zum Beispiel, also vielleicht hat Iberion sich gar nicht den Kopf geschoren so für den Schläfer, sondern hatte einfach erblich bedingten Haarausfall und alle anderen haben so aus Solidarität ihm gegenüber dann so, ja okay, so komm, ich mach mir jetzt auch eine Glatze so. Und eigentlich wollte er das gar nicht, weißt du? Ja, aber wäre schon cool, ne, dass, wenn man sich das quasi, also wenn man quasi diesen Prozess des Einstiegs in die Bruderschaft tatsächlich auch visuell irgendwie, so wie in manchen Mods ja auch, ne, dass dann Facetats auf einmal dazukommen und halt diese Glatze. Also ich würde mal stark davon ausgehen, wenn sie jetzt schon einmal Nyras ins Spiel eingebaut haben, mit Haaren, dann werden sie wohl wahrscheinlich auch die Möglichkeit haben, ihn dann ohne Haare dann darzustellen. Also wer weiß, wäre schon ganz cool. Was auch genial wäre, wenn du dann innerhalb der Bruderschaft aufsteigst, sagen wir mal hoch zum Tempelkrieger, dass du dann auch je nach Stufe, also generell von deinem Talent oder auch einfach von der Stufe innerhalb der Gilde, dann auch so langsam mehr und mehr Tattoos bekommen kannst, die du freischalten kannst. Das wäre eigentlich ganz cool. Ja, oder wenn es auch verschiedene Bedeutungen gibt bei den Tattoos, ne? Also zum Beispiel die Liniendicke oder so, oder wie viele, keine Ahnung, wie viel Schulterdekorationen du jetzt da hast oder sonst irgendwas. Genau, ob du 30er Oberarm hast oder nicht. Oder nicht, genau, ja.
Ja, das wäre ja schon cool. Also generell hoffe ich auch, dass sich das, dass man, also weiß nicht, ich brauche jetzt keinen Editor, wo ich selber irgendwie, so wie bei GTA, so zum Friseur, zum Barbier gehe und dann irgendwie auf einmal anders aussehe. Das finde ich, passt nicht unbedingt zu Gothic. Ich würde es jetzt aber auch nicht, also wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn es drin wäre. Ach, ich finde das eigentlich ganz cool, wurde ja auch zum Beispiel in Witcher ganz cool umgesetzt. Ja. Aber ja, ich muss mir jetzt auch nicht da 100.000 Frisuren aussuchen und die Farbe, das komplette Farbspektrum da abbilden, aber grundsätzlich hätte ich da eigentlich nichts dagegen. Bezüglich Tattoos dann so, und so richtig so bunte Haare machen und alles so. So Irokesen einfach so. Ja, das wäre schon wild. Aber bezüglich Tattoos, das gab es ja schon mal in einem Spiel, das war in Far Cry 3. Da hast du dann ja auch mehr oder mehr Talente freigeschaltet und die hast du dann immer quasi als Tattoo auf dem Arm gesehen. Das war eigentlich auch ganz cool. Mhm. Die haben sich sozusagen dann nach und nach weiterentwickelt, diese Tattoos, ne? Ja, entweder das oder sie wurden tatsächlich gestochen. Ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern. Aber war auf jeden Fall ein cooles Feature. Nee, ich meine, dass das einfach im Laufe der Zeit immer mehr dazugekommen ist. Ja, genau. Ja. Ja. Ja, nee, klar, das wär natürlich schon ein cooles Feature. Okay, ja, ich würde sagen, das war doch mal ein gelungenes Intro. Ich würde mal zu den Fragen übergehen. Wir sind immer noch im Community-Post, diesem allerersten. Und ich glaube, da werden wir auch noch eine Weile sein, weil wir uns einfach echt gerne bei Fragen auch einfach Zeit nehmen. Mhm, ja. Und ja, das Intro dann halt auch mal 6,5 Minuten gehen kann von so einer Folge. Und dementsprechend, ja, ich meine, gut, das ist ja nicht schlimm. Dann gehen uns die Fragen zumindest nicht aus. Und dann kommen wir so weit, wie wir halt kommen, würde ich sagen. Genau, geht ja primär darum, dass wir uns unterhalten und hoffentlich euch auch beim Zuhören. Und wir wollen jetzt ja nicht hier von Frage zu Frage hasseln und nur einen Zeiler droppen. Also wir wollen uns ja auch schön mit den Themen auseinandersetzen, vor allen Dingen, wenn es dann mehr so in die Richtung Theorien geht, wo man dann ein bisschen mal ausschweifen kann. Das macht Spaß. Ja, das kann ich nur bestätigen. Und ich lese jetzt mal die erste Frage vor. Sehr die gerne. Ist vom guten Hochkönig. Grüße gehen an der Stelle raus an den guten Hochkönig. Mhm. Der macht auch super Grüße. Content. Ne? Schaut auf seinem Kanal vorbei. Ist auch ein mittlerweile etablierter YouTuber in der Gothic Bubble sozusagen, könnte man sagen. Mhm. Und er hat ja neulich sein einjähriges Geburtstagsvideo, wie auch immer. Ja. Also er macht seit einem Jahr Gothic-Videos. Ja, er schreibt jedenfalls. Seid gegrüßt. Hiermit bewerbe ich mich schon mal offiziell als Zuhörer. Wäre eurer Meinung nach die Gothic-Lore auch auf andere Spielformate, in Klammern erfolgreich, übertragbar? Zum Beispiel Strategiespiele à la Stronghold, Age of Empires oder ähnliches, Städte in Mortana errichten, Kaserne bauen und Milizsoldaten ausheben, Erzminen erschließen, sowas halt. Ich mache einfach mal den Anfang. Also gerade, Hochkönig, was du jetzt hier gerade schon geschrieben hast, Strategiespiel, finde ich, passt sehr gut, tatsächlich. Also ich könnte mir sowohl so einen Städtebausimulator auf dem Festland in Mortana oder auch Varant, Nordmar, irgendwie vorstellen. Mhm. Und dass man da irgendwie Rohstoffe abbauen muss, dann baust du Holzfällerhütten hin im Wald und so weiter und dann Steinbrüche und alles. Wie aber auch in der Kolonie. Also zum Beispiel, dass man ja halt Gardisten rekrutieren und ausbilden muss, wenn man jetzt das alte Lager spielt zum Beispiel und dann schickt man die gegen Truppen des neuen Lagers und so weiter und dann hat man da so kleine Schlachten und man sieht alles so von oben aus dieser Vogelperspektive, könnte ich mir tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen. Ja, sowas wie Schlacht um Mittelerde, oder? Sowas in der Richtung. Ja, genau, sowas in die Richtung. Das fände halt ich richtig auch cool. Wie er schon schreibt, Age of Empires, Stronghold, so diese Richtung, würde tatsächlich meiner Meinung nach ziemlich gut passen. Mhm. Sogar auch mit den ganzen Fantasy-Kreaturen, weil die ja nicht so heftig sind. Also ich weiß, es gab nochmal so einen Stronghold-Ableger mit Fantasy-Figuren, der kam, glaube ich, nicht so gut an. Stronghold Legends hieß der. Das war, glaube ich, der dritte Teil. Aber Stronghold ist ja auch rein mittelalterlich. Also es ist eigentlich ein reiner Mittelalter-Aufbausimulator. Ich weiß jetzt nicht, ob der Anspruch erhebt auf historische Genauigkeit, aber auf jeden Fall kam dieses Fantasy-Setting da nicht so gut an. Aber in Gothic ist das Fantasy, hatten wir ja auch schon ein paar Mal das Thema, ist ja jetzt auch nicht so mega krass. Es gibt keine Elfen, es gibt keine Zwerge, es gibt keine Ahnung, Hobbits. es gibt ja nur so ein paar Fabelwesen, die auch meistens jetzt nichts mega krasses können. So. Also okay, Feuerwarane, aber
die ganzen Tiere und sowas sind ja jetzt nicht, also die kämpfen ja ganz normal mit Klauen und Zähnen und Krallen und sowas. Deswegen, ja, zumindest in Gothic 1 gibt es noch sehr wenig oder sehr wenige magische Gegner, bis auf den Skelettmagier vielleicht, ne? Ja, genau. Die Golems vielleicht noch. Aber später hast du dann ja auch dann so Goblin-Schamanen oder diese untoten Magier zum Beispiel in Gothic 3. Ja, stimmt. Also die habe ich komplett vergessen. Ja, oder auch diese komischen skorpionartigen Viecher, die da unten in den Tempeln rumchillen. Also die sind, glaube ich, nicht magisch, aber die sind so ein bisschen extra. Ja, ich weiß, welche du meinst. Diese Tempelwächter. Mhm, boah, die sahen auch gruselig aus. Ja, das stimmt. Wenn das Spiel nicht so extrem hell wäre, dann wären die tatsächlich ein bisschen creepy. Also wenn es mehr so eine Farb- und Lichtstimmung wie Gothic 2 hätte, dann ne, läufst du durch irgendwelche Ruinen, durch irgendwelche Tempel und dann kommt auf einmal so ein skorpionartiges Wesen auf dich zugelaufen aus der Dunkelheit. Wobei es in Gothic 3 in den Höhlen ganz unten, da wurde es schon richtig dunkel. Also ohne extra Lichtquelle konntest du da, glaube ich, gar nichts mehr sehen. Ne? Stimmt, ja. Also wenn du die Treppen dann runtergehst, klar, wenn du dann oben im Eingangsbereich bist, dann ist ja taghell. Ja, ja, ich dachte jetzt so vor allem an die Wüste tagsüber. Das ist so extrem hell. Ja, 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 stimmt. Ja. Aber um auf die Frage zurückzukommen, hast du noch andere, andere Ideen hinsichtlich ja, erfolgreicher Spielformate sozusagen? Also Strategie also, passt sehr gut, aber was denn noch so vielleicht? Ja, also ich meine, man muss einfach nur überlegen, welches Spiele gibt es denn noch mit dem Mittelalter-Genre und da kann man dann einfach auch Gothic überstülpen, weil es auch Mittelalter ist, natürlich mit Fantasy angehaucht. Deswegen sowas wie Schlacht um Mittelerde könnte ich mir super gut vorstellen. Gerade wenn du dann noch neben den normalen Soldaten dann auch dann die Helden hast von jedem Lager. Zum Beispiel hast du dann quasi den Kampf zwischen neuen und alten Lagern, dann hast du dann Helden drin wie Lee und Gorn gegen Raven und Gomez. Das stelle ich mir schon ganz cool vor. Oh, ganz kurz dazu. Ja. Kennst du Rise and Fall? Nee. Das ist auch so ein Strategie-Action-Hybrid-Spiel, wo du auch so einzelne, also im Prinzip war das ein Strategiespiel, wo du alte Zivilisationen hattest, Griechenland, Ägypten und so weiter, Rom. Ja, und du musstest auch Einheiten ausbilden, irgendwie ein paar Gebäude bauen und so weiter. Und du hattest auch immer einen Helden, zum Beispiel Kleopatra bei den Ägyptern. Und du konntest mit irgendeiner Taste so in die dritte Personenperspektive wechseln und die dann aktiv so mit WASD und Maus in der Schlacht steuern. Und dann so deinen Einheiten so Befehle geben quasi, also die quasi anführen. Das stelle ich mir mit Gothic auch super krass vor, wenn du dann auf einmal Gorn bist, also kannst du rein switchen aus der Strategieperspektive in diesen Kampfmodus, sag ich mal, und dann bist du Gorn oder Lee und führst halt so das neue Lager, die ganzen kleinen Banditen, immer so gegen das alte Lager an. Ja, das wäre schon cool. Ja. Ja, und was halt noch eben auch schon angesprochen hat, ist so Aufbauspiele. Ich weiß nicht, ob du das Spiel Banished kennst? Ich habe es nicht gespielt, aber also ist mir im Begriff, ja. Ja, das habe ich vor vielen Jahren, als es rauskam, gespielt und war eine Zeit lang sehr fasziniert davon. Sowas könnte ich mir auch gut vorstellen, ne? Einfach, dass es halt so in der Welt von Gothic spielt, dass du dann halt da mit deinen Leuten dann einfach dein Lager aufbaust und, keine Ahnung, dann Erz schürfen musst und dich gegen angreifende Orks verteidigen musst. Ja, es gibt viele Möglichkeiten. In Witcher 3 gibt es ja zum Beispiel dieses Kartenspiel Gwent. Das könnte ich mir auch so als quasi das Unterspiel innerhalb von Gothic auch relativ gut vorstellen, ganz ehrlich. Also genau dieses Spiel, oder meinst du generell so irgendein Würfelspiel, irgendwie Gesellschaftsspiele, die man so im Minental so zum Beispiel als unter den Gefangenen so spielt? Ja, grundsätzlich, aber ich habe jetzt primär an Gwent gedacht. Aber klar, so andere Spiele, da hätte ich auch kein Problem mit. Sowas wird es bestimmt im Remake geben. Also ich glaube, vielleicht nicht unbedingt Spiele, aber generell so mehr Ambient-Beschäftigung für Insassen sozusagen, also einfach für die Kulisse sozusagen. Und vielleicht kann man das ja auch interaktiv dann nutzen als Spieler. Finde ich ganz cool sogar. Ja, also das war dann Risen 2 und 3 so ein bisschen, ja, da waren sehr viele Leute zwiegespalten und die meisten fanden es eigentlich nicht so cool. Da gab es ja auch diese ganzen Minispiele.
Wie so zum Beispiel dieses Wetttrinken oder dann müsstest du mit dem Revolver oder nicht mit dem Revolver, aber mit der Pistole auf Flaschen schießen. Ja. Was gab es Oder noch? diese Da gab es Krüge greifen, ne? Dieses genau Trinkspiel Krügel oder greifen, das so. war dieses Trinkspiel, das war super nervig. Ja. Oder in Risen 3 gab es dann noch dieses Messerwerfen, das fand ich richtig cool. Ich meine, wenn das gut eingebaut ist und man das ein bisschen teilweise auch mit Quests verknüpfen kann oder dass einfach die NPCs ein bisschen mehr untereinander interagieren, dann fände ich das eigentlich ganz cool. Ja, finde ich Ja. auch cool. Ich Aber es habe auch sollte gerade jetzt halt eben. nicht wie so ein Extraspiel im Spiel wirken. Ja, das stimmt, ja. Also so, dass es halt so aussieht, als ob die Charaktere das wirklich im Spiel spielen. Zum Beispiel in Kingdom Come Deliverance, da gibt es auch so ein Würfelspiel. Und gut, das Fackel. Spiel spielst du quasi, genau, das spielst du ja quasi aus der Ego-Perspektive. Und Ja. dann hast du halt wirklich die Würfel dann vor dir. Du hast dann jetzt kein separates Menü oder so, wo drin du dann spielst, was sich dann wieder rausholt. Also wenn Ja, das genau, gut aber so stelle umgesetzt ich mir ist, kann das ich mir auch das vor. vorstellen. Genau, also so müsste es schon sein, damit das nicht irgendwie bricht mit der Atmosphäre. Also entweder du siehst halt so, wie wenn der Held in Gothic 2 oder 1 sich auf einen Stuhl setzt, so, dass du ihn halt so halb schräg von hinten siehst und dass du dann, keine Ahnung, unten, da wo dein Dialogfenster ist, dann halt die Karten oder sowas eingeblendet bekommst. Oder du switchst halt wirklich in die Ego-Perspektive und siehst halt quasi mit seinen Augen das, was auf dem Tisch so passiert. Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Ich habe auch eben gerade noch überlegt, so was Richtung, stell dir mal vor, so was Richtung Mordhau oder so. So die Schlacht um Warrant zum Beispiel, ne? Gegen die Orks, die dann angreifen, so bevor diese Kuppel da errichtet wurde. Und dann bist du da, weiß nicht, der König oder irgendwie halt irgendwer, der für den König, ne? Irgendein Gardist, der für den König irgendwie, der dem König dient und dann da sich gegen die einfallenden Orks irgendwie verteidigen muss. Dann hast du da so ein Kampfspiel sozusagen. Ja, das wird sich auch super anbieten, weil du ja auch so viele Locations aus Gothic verwenden könntest. Und du Ja. müsstest ja nicht nur Menschen gegen Menschen kämpfen lassen, sondern du kannst ja auch dann Orks gegen Menschen kämpfen lassen. Genau, oder halt unterschiedliche Fraktionen, ja. Oder also das ist jetzt halt mehr so trashig, aber was halt auch witzig wäre, wäre einfach so, stell mal vor, du spielst Gothic 2, alles ist ganz normal, es ist wirklich genauso wie Gothic 2, du läufst da so lang, dann gehst du so mit dem Helden, du steuerst ihn so in die Stadt Korinnes und dann gehst du so zum Hafen und dann gehst du zu Alrik und der will mit dir so einen Kampf machen. Dann platziert ihr eure Wetten und auf einmal ist es so wie bei Tekken. Ihr seid so von der Seite und da drüber sind so diese Lebensbalken und die machen so irgendwelche Geil. kranken Karate-Moves. Ja, und dann am Ende so die richtig krassen Finisher wie bei Mortal Kombat oder so. Und dann denkst du so, oh, what the fuck, ich wollte ihn doch gar nicht Genau. töten. Finish. Und dann aber gespickt mit diesen kernigen Gothic-Dialogen. So. Ich hab's immer Schlag noch zurück. drauf. Ja. Ja, Parier doch. Hochkönig. Vielen Dank für deine Frage. Ich hoffe, wir konnten die zu deiner Zufriedenheit beantworten. Eine Idee hätte ich gerade noch, fällt mir gerade so ein. Ja. Auch wenn ich es nie gespielt habe, kennst du Alien Isolation? Also, ich habe es auch nicht gespielt, aber ich glaube, ich kenne das Prinzip. Aber sag Mhm, mal also um erstmal. das ganz kurz zu erklären, es spielt halt auf dem Raumschiff und man muss halt vor dem Alien abhauen. Du kannst halt das Alien nicht töten oder besiegen oder irgendwie angreifen. Und man muss sich halt wirklich verstecken und vor dem davonlaufen. Und der Clou an dem der Ganzen ist, dass sich das Alien Sachen merkt. Das heißt, wenn du zum Beispiel dich immer in Schränken versteckst, dann würdest du, wenn es das mal rausfindet, dann auch immer zuerst die Schränke durchsuchen. Ah, Also okay, es nee, das kannte ich geht so nicht. ein bisschen in die Richtung Amnesia, falls du das auch mal Das, gespielt ja, hast. das habe ich gespielt. So ein bisschen in die Richtung. Du kannst halt nicht kämpfen, sondern musst dich dann halt quasi nach und nach so durch das Level dann spielen und dabei versucht werden, nicht entdeckt zu werden. Und stell dir mal vor, du wärst irgendwie so ein abgeranzter Buddler, der überhaupt nicht kämpfen kann, bist an der alten Mine unten drin und wirst dann davon irgendwie, keine Ahnung, so einem richtig fetten Minecrawler die ganze Zeit verfolgt. Also Ja. quasi ein Horrorspiel in Gothic. Ich musste gerade, irgendwie habe ich mich gerade auf diesem Abgeranzten irgendwie aufgehangen. Sowieso? Warum muss dieser Butler abgeranzt sein? Warum ist das ein wichtiges Detail jetzt? Ja, ich Ja. meine einfach nur, dass er halt schwach ist und nicht kämpfen kann. Ja. Kann dann auch Ja, ein oder, alter, aber das. gebrechlicher sein. Also, ja, es gibt verschiedene Szenarien. Also, man könnte auch zum Beispiel, um das mal so ein bisschen aufzugreifen, als Butler versuchen, aus dem alten Lager zu entkommen. Und dann ist es halt so stealth-mäßig. So, du kannst nicht wirklich kämpfen, musst dann die Laufrouten von den ganzen Gardisten und Schatten irgendwie im Auge behalten und dich da irgendwie versuchen rauszusneaken. Ja,
sozusagen so, weiß nicht, die Story von, weiß ich nicht wem, von Aidan oder irgendwem, der dann später woanders ist, der eventuell vielleicht diese Skills haben könnte, so stealthy zu sein. Ja, also auf jeden Fall gibt es da verschiedene Möglichkeiten und vielleicht, wer weiß, die ein oder andere Mod, die vielleicht noch kommt, geht ja vielleicht auch in die Richtung. Also wäre halt krass, so ein Strategiespiel, wäre ja dann keine Mod für Gothic, sondern wahrscheinlich eher eine Mod für, weiß nicht, Age of Empires. Aber könnte ich mir auf jeden Fall alles vorstellen. Mhm. Ja, Hochkönig, danke für deine Frage. Ja, danke dir. So, die nächste Frage kommt vom guten Remulator. Erstmal Grüße raus. Grüße an Remulator. Er schreibt, was wäre, wenn Windir ab jetzt Metal machen und Evil Seven aus Bayern kommen würde? Ah, tatsächlich komme ich aus Bayern. Ich weiß nicht, ob man das an meinem Akzent hört, raushört, aber... Ich habe es von Anfang an gewusst. Ja, ja. Ja. Ja, das ist eine Anspielung. Also kann ich ja vielleicht mal kurz aufgreifen. Remulator und ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam. Wir haben irgendwann mal angefangen, in den Kommentaren unter jeweils einem Video von dem anderen immer zu schreiben, ja, Grüße nach... Und dann irgendein Ort, wo der andere halt obviously nicht herkommt. Also ich habe dann irgendwie irgendwann gesagt, so, ja, Grüße ins Saarland. Er schreibt bei mir Grüße nach Osnabrück oder so. Und und dieses mach mal als nächstes Metal, das war, glaube ich, auch in einem Podcast mit Jorgenson. Da ging es, glaube ich, um Anspruchhaltung der Zuschauer, die quasi nicht wertschätzen, wie viel Arbeit deine Projekte so sind. Und dann schreibst du. Achso, die dann einfach unter jedem Video schreiben, so, jetzt mach mal bitte Metal. So, ja, genau, als nächstes Metal, so. Und das war jetzt, glaube ich, eine Anspielung darauf. Ah, okay. Aber, ja, genau, also deswegen, wenn ihr ein Video von Remulator seht und darunter ein Kommentar von Corinus Pictures ist, wo steht, Grüße nach Ubstadt-Weiher oder so, der kommt nicht aus Ubstadt-Weiher. Irgendwann werden die Städte durchhaben, ne? Irgendwann? Ja, irgendwann, so wie der Anzeigenhauptmeister. Irgendwann ist jeder Ort, ist jeder Ort einmal aufgesucht, sozusagen. Geil. Ja. Oh, das wäre auch übrigens nochmal eine Idee für einen Sketch, ne? Anzeigenhauptmeister in Gothic. Ich weiß nicht, wer das wäre, so am ehesten. Ist ja irgendwer, der nicht bei der Miliz ist, aber so tut, als wäre er bei der Miliz. Ja. Boah, schwierig. Vielleicht so ein Cornelius oder so, keine Ahnung. Ja, das müsste eigentlich eher so ein Jüngerer sein. So Till eigentlich. Ja, Till, ja, das würde passen. Aber dann halt auf dem Bauernhof so. Er tut so, als wäre er Söldner. Ja. Okay, lies mal weiter. Ach ja, stimmt, ja, da gibt es noch eine Frage. Meine richtige Frage, auch wenn ich hoffe, dass ihr diese beantwortet. Was wäre, wenn ein namenloser Held Urshak in Gothic 3 begegnen würde? Sagt die Urshak was? Natürlich, oder? Ja, Urshak sagt mir was, natürlich. Was wäre, wenn die sich... Also, ich meine mich daran zu erinnern, dass Urshak in Gothic... Weiß nicht, trifft man den in Gothic 2 nochmal? Nee, ne? Doch, in Gothic 2 triffst du den auch nochmal. Also in Gothic 1 hilft er dir ja mit dem Ulumulu. Genau, ja. Und in Gothic 2 bekommst du ja irgendwann... von, ich weiß nicht, von Oryk oder von einem der anderen Paladine in der Burg im Minental den Auftrag, den Hoshpak zu töten. Ah, ja, jetzt weiß ich es wieder. Wenn du das dann machst, dann wird dann halt Urshak nicht weinselig, also er sagt irgendwas so von wegen, ja, du gehst, ich töte dich nicht, aber beim nächsten Mal werden wir uns töten. Ja, genau, wenn wir uns das nächste heißt, Mal die sehen. Gehen, genau, als Feinde auseinander. Also nach diesem, genau richtig, so war das. Nach diesem Szenario müsste ja, wenn man jetzt davon ausgeht, okay, Urshak hat es irgendwie aufs Festland geschafft, keine Ahnung, blinder Passagier auf der Esmeralda, weiß ich nicht. Nach dieser Logik müsste ja Urshak eigentlich mit dem Helden sich einfach nur bekämpfen und dann würde halt einer von beiden sterben. Aber ich glaube, weil das ja, also... Ich glaube, das wäre halt ein krasser Plot-Twist und irgendwie so, man sieht einen alten Freund wieder, es ist viel passiert, viele Sachen haben, ne, also viele Dinge, die vielleicht vorher so waren, sind jetzt anders, keine Ahnung. Und ich glaube, wenn das passieren würde und es dafür eine logische Erklärung gäbe, warum Urshak auf einmal Corinus verlassen hat, dann würden sie wahrscheinlich eher Freunde, also nochmal Freunde werden oder wieder die Freundschaft wieder, weiß nicht, so wieder aufbauen, denke ich.
Ja, also ich glaube, übernimmt er dann nicht den Posten von Hoshpak und wird dann quasi der Kommandant von den Orks innerhalb des Minentals? Ach, das sind so Sachen, die so in einer Zeile in irgendeinem Dialog mal gesagt werden. Wenn, immer wenn du darüber redest, denke ich so, ja, da klingelt was, aber ich weiß es halt nicht mehr. Ja. Das ist auf jeden Fall ist er ja, er ist ja quasi Schamane mehr oder weniger dann und ein relativ hohes Tier. Und ich glaube ja, in Gothic 3 sieht es ja so aus, dass ja quasi Corinis komplett gefallen oder überfallen wurde von den Orks. Und er selbst die Leute aus Jaqen da nach Mitana bringt. Deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass Urshak dann auch irgendwann mal in Mitana anzutreffen ist und dort ja quasi seine Armee befehligt oder da seine Horde hat, mit der er durch die Lande zieht. Ich könnte mir eigentlich dann nur vorstellen, dass sie dann halt gegeneinander kämpfen. Ich weiß nicht, ob die sich nochmal vertragen würden. Da müsste man halt sich irgendwie eine coole Quest ausdenken, dass man mit Urshak in irgendeiner Situation ist, wo man zusammenarbeiten muss. Keine Ahnung, dass man irgendwie in der Höhle gefangen ist und dann sich zusammen den Weg rausbahnt und dann sagt so, ja, hey, komm, Streitigkeiten lassen wir jetzt hinter uns. Wir arbeiten jetzt erstmal zusammen, so ungefähr. Was ich mir vorstellen könnte, ist tatsächlich, dass Urshak wieder als Orksklave gefangen genommen wird und dann einfach nach Mutana gebracht wird. Und dass man ihn dann da irgendwo... Also okay, es macht keinen Sinn, weil die Orks ja auf dem Festland eigentlich alles eingenommen haben, aber vielleicht in einem Rebellenlager oder sowas dann irgendwie gefangen gehalten wird oder so. Aber dann müsstest du wahrscheinlich den Ork-Söldner-Weg gehen, damit das irgendwie ein rundes Ende kriegt. Aber ich weiß es nicht. Aber es wäre auf jeden Fall interessant und spannend. Ne? Generell finde ich es immer cool, wenn man alten Charakteren nochmal begegnet. Ja. Gerade Charakteren, von denen man vielleicht dachte, dass sie vielleicht schon tot sind. Also ich meine jetzt nicht so jemanden, bei dem es eventuell vielleicht der gleiche Charakter sein könnte, aber der ist es dann halt nicht. Zum Beispiel Jack gibt es ja in Gothic 3 auch, ist aber obviously ein anderer Jack. Also glaube ich zumindest. Das mit Jack ist ja mehr so eine Art Running-Gag. Ich glaube, Piranha genau, Bytes hat irgendwie in jedem Spiel einen Leuchtturmwärter Jack. Ja, genau. Aber ich meine so, wenn du jetzt aber in Gothic 3 zum Beispiel, ja, weiß ich jetzt nicht, irgendwem aus Gothic 1 nochmal begegnest, der eigentlich nicht so wichtig ist. Keine Ahnung, so ein Nyras oder so. Nochmal begegnen. Es macht überhaupt keinen Sinn. Ist auch sehr unwahrscheinlich, dass das irgendwie hätte passieren können, weil Nyras ja erstmal nicht von Corinus wegkommt. Und er ja wahrscheinlich sogar nicht mal. Er ist ja wahrscheinlich einfach suchender geworden, sozusagen. Aber. Ach nee, Nyras ist ja der, den man sogar schon gefetzt hat. Das ist doch der mit dem Fokusstein, oder? Genau, ja, stimmt. Das heißt, den hast du ja sogar. Ja, okay, dann nehmen wir mal an, du hast ihn am Leben gelassen. Du musst ihn ja gar nicht umbringen. Du musst ihn ja nur umhauen. Ja, stimmt. Also der, ich glaube, der greift dich dann einfach wieder an oder er rennt irgendwie weg oder so. Ich weiß nicht, was der macht, aber auf jeden Fall musst du ja nur den Fokusstein bekommen. Du musst ihn nicht killen. Aber ich glaube, die Mechanik in Gothic 2 wäre, dass er einfach in dem Moment eine feindselige Gilde hätte, so wie ein Bandit, und dass er dann einfach stirbt, wenn du ihn umhaust, automatisch. Okay. Also in Gothic 1 ist es ja noch anders. Da kannst du ja nur über diesen Extra-Move Leute töten. Ja, ich hoffe, außer das kommt halt auch wieder im Fernkampf. Remake vor. Ja. Ja, stimmt. Außer halt bei Leuten, die... Also zum Beispiel, ich finde es mühsam, in der freien Mine jeden Gardisten einzeln zu töten. Da finde ich, das sind dann einfach obviously so richtige Feinde, die auch feindselig bleiben, egal was passiert. So, da finde ich, kann es so sein wie bei Banditen in Gothic 2. Ja, vor allen Dingen, wenn du da gerade 3 besiegt hast und dann kämpfst du gegen den 4., die anderen stehen wieder auf, nehmen sich wieder die Schwerter und greifen dich wieder an. Ja, das ist halt so ein bisschen... so ein Endloskampf, ne? Ja, genau. Also ich glaube, das werden die aber auch ändern. Ja. Ja. Gut. Soviel zur Frage von Remulator, würde ich sagen, oder? Ja, ich hoffe, wir konnten sie dir beantworten. Ja, dann gehen wir mal rüber zur nächsten Frage. Ich lese mal vor. ByteWorm8274 fragt oder schreibt: Da freue ich mich drauf. Zu einem Was-wäre-wenn-Szenario. Was würdet ihr davon halten, wenn der Butler Grimes nochmal in Gothic 3 auftaucht? Oh, das passt ja gerade echt gut. Aufgetaucht wäre, und zwar als Buddler in den Ausgrabungsstätten, zum Beispiel in Geldern. Dann würde er konstant in allen Gothic-Teilen seinen Lebenssinn nachgehen. In Gothic 2 meinte er ja bereits, dass ihn so leicht keiner vom Schürfen abhält. Ich persönlich finde, dass es ein lustiger Running-Gag hätte werden können. Liebe Grüße. Ja, tatsächlich. Also da haben wir ja gerade eben gesprochen.
Also, ja, klar, Grimes wäre zum Beispiel so ein Charakter, ne? Also, wenn der es irgendwie schafft, das Ding ist halt so, das, es gibt nur dieses eine Schiff in Corinnes. Und das Festland ist zu weit weg, um da jetzt mit irgendeinem kleinen Kackboot hinzu paddeln. Das heißt, es ist schon mal sehr unwahrscheinlich, dass überhaupt irgendwer bei dem Land, was von Orks überrannt wird, wo es keine Schiffe gibt, überhaupt wegkommen kann. Sind alle Gefangene, mehr oder weniger. Genau, also es kann natürlich sein, dass dann irgendwelche Kriegsgaleeren von den Orks kommen und die haben dann die Hälfte der Leute irgendwie mitgenommen und versklavt und dann zum Festland gebracht. Das, also könnte man schon irgendwie argumentieren. Nehmen wir mal an, das wäre so. Und man begegnet dann Grimes in Geldern. Das wäre cool. Wäre cool, ja, klar wäre das cool. Natürlich wäre das gerade Grimes so, der sozusagen dann immer noch sozusagen seiner Passion, seinem Lebenssinn nachgeht, wäre ja sehr passend und wäre irgendwie ein cooler Ambient-Charakter, bei dem man sich als alteingesessener Gothic-Fan freut, ihm zu begegnen. Ja, vor allen Dingen wäre es auch mal cool, so einen Überlebenden aus dem Minental in Gothic 3 zu treffen und der dann berichten kann, wie halt so die Überfahrt nach Myrtana war oder wie es halt einfach grundsätzlich war, als dann die Orks dann das Minental überrannt haben. Ich glaube, die anderen Charaktere, die dann in Gothic 3 noch vorkommen, kommen ja aus Jakenda mit Torus und ich glaube, das war es auch schon fast, ne? Der Rest waren halt nur die Freunde vom Helden. Und das war's. Ich glaub, du meinst jetzt die Leute, die in Gothic 3 nochmal vorkommen? Genau, aus Gothic 2. Mir fällt jetzt da auch spontan nur Torus ein. Also entweder die Freunde oder halt Freundesfreunde, so Leute wie zum Beispiel Laris und dann Lee. Also, ne? Ja, die so auf dem Schiff auf der Esmeralda mitgekommen sind. Ne? Genau. Und dann halt Torus, okay. Aber das ist irgendwer aus Jaken da noch dabei? Ich glaube nicht. Also so zum Beispiel Snuff oder so taucht auch nicht mehr auf. Nee. Da ist dann auch die große halt die Frage, wie der es geschafft hat. Wassermagier, aber die haben sich ja wegteleportiert. Und Xardas halt auch, der hat sich ja auch teleportiert. Ja, gut, da kann man wieder sagen, gut, das... Die Feuermagier haben das zum Beispiel auch nicht hinbekommen. Ja, stimmt. Ja. Nur die Wassermagier. Gut, die hat noch nicht die Fokussteine. Ja. Das ist halt auch wieder so eine Logiklücke, beziehungsweise es ist einfach nicht ausreichend beleuchtet einfach. Ne? Ich meine, vielleicht gibt es dafür ja auch einen Grund, aber ja, ich warum glaub, können die Wassermagier sich porten, aber die Feuermagier nicht so? Ja, ich glaube, der Grund waren wirklich die Fokussteine. Dass sie da quasi ihren letzten Dienst getan haben und somit dann zum Festland reisen konnten. Aber das erklärt nicht, wie Torus da hingekommen ist. Aber gut, Torus ist vielleicht... Also er war auf einer Gefangenengaleere, wurde er dann rübergebracht. Das hätte dann quasi eine ähnliche Story dann auch für Grimes sein können. Ne? Ist das jetzt Kanon oder ist das jetzt so eine Vermutung von dir? Ich bin mir relativ sicher, dass Torus sagt, dass er dann auf einer Gefangenengaleere von Corinnes nach Myrtana gebracht wurde und dass er sich dann quasi halt durchgesetzt hat und ja, sich mit den Orks verstanden hat und deswegen zum Ork-Söldner aufgestiegen ist. Okay. Ja, also ich habe das irgendwie mit Arena-Kämpfen zu tun hatte, aber irgendwas in der Richtung. Lange her bei mir. Also ich erinnere mich wirklich an die einzelnen kleinen Sachen auch nicht mehr so richtig. Also das muss ich auch nochmal spielen. Ist immer mal wieder, ne? Gothic 1 ist jetzt gerade durch, jetzt Gothic 2 dann als nächstes und dann Gothic 3, eigentlich auch noch Archelos, so, also ist echt viel noch. Ja, keine Ahnung, mal gucken. Ich glaube, wenn man das Spiel mal wieder gespielt hat, dann hat man solche Sachen halt mehr im Kopf. Aber naja. Wenn du dir jetzt noch einen anderen NPC wünschen könntest, der nochmal vorkäme in Gothic 3, hättest du da einen? Snuff. Ich bin ein sehr großer Snuff-Fan, wie man eventuell vielleicht das eine oder andere Mal schon mal mitbekommen hat. Nee, habe ich noch nicht. Wieso? Und also ich finde, Snuff ist einfach ein sehr cooler NPC. Also ich mochte den von Anfang an auch in Gothic 1. Und in Gothic 2 war der ja auch... Also er war relativ neutral. Er war jetzt nicht so krass pro Held oder so, aber er hat einem ja auch jetzt nicht Steine in den Weg geschmissen. Der hat einem schon geholfen. Auch in Jakenda. Ich finde es ein bisschen schade, dass man dann am Ende einfach so abhaut und dass die einfach alle nicht mehr vorkommen und man nicht so wirklich weiß, warum. Ja, das finde ich auch echt schade. Also ich hätte zumindest irgendwie nochmal so einen abschließenden Dialog oder sowas irgendwie, weißt du, so wie du die Crew zusammengestellt hast fürs Schiff, hättest du, finde ich, auch am Ende, wenn du Raven besiegt hast und sowas und halt Bloodwyn, so die beiden üblen Ganoven aus Jaken da sozusagen,
dass du zumindest irgendwie, weiß nicht, ein paar Leuten noch Bescheid sagen kannst. Hey Leute, Raven ist tot, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ihr jetzt machen wollt, aber so, hier im Lager wird euch nicht mehr, also, hier, weiß ich nicht, wird es euch nicht mehr gut gehen. Aber auf der anderen Seite, Jakenda ist ja sehr abgeschottet und ich weiß gar nicht, ob da die Orks überhaupt so richtig hinkommen, weil es gibt zwar ein paar Orks, aber es sind ja echt wenige im Vergleich. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das sozusagen die Ork-Armeen so auf dem Schirm haben, Jakenda. Ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, Torus ist ja quasi Beweis, also wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, also das ist jetzt die Voraussetzung, dass die Orks ja auch in Jakenda unterwegs waren. Und wenn du zum Beispiel an den Canyon denkst, da sind ja auch super viele Orks, ne, die ja da ihre Lager aufgeschlagen haben. Und es gibt noch das Argument, dass Orks ja auch irgendwie immer aus den Bergen kommen und sowas, ne? Also dass sie quasi einfach irgendwie dieses unwegsame Gelände auch einfach besser durchqueren können als Menschen. Ja, sind ja deutlich größer und stärker, ne? Können besser klettern. Dass es für sie einfach vielleicht auch gar nicht so eine große Herausforderung ist und das geheime Tal der Abauer gar nicht so geheim für sie ist. Mhm. Aber sie sich halt mehr aufs Minental konzentrieren, weil da die Drachen sind und so. Ja. Ja. Ja, aber gut, aber ich finde, in Jakenda hast du eigentlich genug Platz, um auch vor den Orks dich zu verstecken, theoretisch. Ja klar, da gibt's ja diese paar sehr engen Schluchten, wo du dann quasi dich verstecken kannst. Da hast du ja auch diese eine Stelle, wo du über die Schlucht springen musst, zu dieser einen Ruine zu gelangen. Ich glaube, da kann man sich schon relativ gut verschanzen für längere Zeit. Oder halt im Sumpf auf diesem Berg, wo man mit der Leiter hinkommt. Ja, ja, ja. Da müsstest du halt hochklettern und dann die Leiter halt hochziehen. Mhm. Und dann, also wenn du dich unauffällig verhältst, dann kann es sein, dass da dich niemals jemand findet. Ist halt die Frage, ob du da wohnen willst, so in so einem feuchten Sumpf. Ja, aber, ganzen Mücken. Ja. Ja, aber, also genau, Snuff wäre so ein NPC, den ich mir in Gothic 3 nochmal gewünscht hätte irgendwo. Also, oder sagen wir mal so, ich hätte ihm gegönnt, dass er es schafft, vor den Orks zu entkommen und dann irgendwo auf dem Festland nochmal so nochmal sein Glück findet, zum Beispiel. Ja. Was ich cool fände, wenn Greg nochmal nochmal in Gothic 3 eine Rolle gespielt hätte. Man hat das ja gut begründen können, dass er dann quasi mit seiner Piratenbande irgendwie so eine Ork-Galeere klaut, damit nach Methana segelt und dann zufällig das Schiff vom Helden sieht und dann das Schiff dann auch noch klaut. Ja, weil das ja auch anscheinend Piraten waren und dann eigentlich anbieten, wenn das Greg wäre und keine Ahnung, dass du den einfach viel später dann im Spielverlauf dann nochmal irgendwo triffst. Und er dann sagt, dass dann die Piraten gemeutert haben und ihn dann vom Bord geworfen haben oder sowas. Ja. Francis. Das war Francis. Francis ja. Schuld. Ja. Ach, Francis, ey. Ja, Baitworm. Vielen Dank für deine Frage. Oder für dein Was-wäre-wenn-Szenario. Vielen Dank. Ich würde sagen, du kannst die nächste Frage vorlesen. Die nächste Frage kommt von Robert Eisenblut. Der Name sagt mir auch was. Ich glaube, er hat auch schon den einen oder anderen Gothic-Sketch gemacht. Ich glaube auch damals, ich weiß nicht, zum Weihnachts- oder Halloween-Special. Der Name sagt mir auf jeden Fall was, aber den Content kann ich jetzt nicht zuordnen. Also auf jeden Fall kommentiert er auch oft. Ja, ich glaube, es geht so ein bisschen mehr so in die Anime-Richtung. Dass er da irgendwie so Crossovers macht mit Gothic, aber ja. Jedenfalls, ich lese mal vor. Mhm. Aus videotechnischer Sicht ziehe ich oft die Originalliste von Gothic 2 mit den Animationen zu Rate. Also für euch zur Info, jede Animation hat eine gewisse Bezeichnung im Spiel. Ob es dann halt irgendwie eine G-Animation ist, eine Schwertzieh-Animation oder sich an der Schulter kratzen. Und dazu gibt es halt Cheatcodes, um diese Animation auch manuell auszuführen. Und da von so einer Liste spricht hier Robert Eisenblut und dann schreibt er: Dabei stehen einige Animationsnamen, die nichts ausführen, aber einen interessanten Namen haben, in dem Fall SDW, Stein der Weisen. Was sollte der ursprünglich können, bevor die Entwickler diesen aus dem fertigen Spiel genommen haben? Und wieso hat er sogar eine Animation? Zugegeben, die Animation hat mir jetzt vorher nichts gesagt, aber dir grob etwas. Mhm. Dann haben wir es mal kurz im Spiel ausprobiert vor unserem Podcast. Genau, ja, um sich das nochmal vor Augen zu führen, wie genau die nochmal aussah. Vielleicht zur Erklärung, das ist im Prinzip, also auf Englisch heißt es Stone of Knowledge.
das Ding. Und das ist ein Item, was es im Spiel auch gibt. Ich glaube, man kann es sich nur hercheaten. Also man findet das, glaube ich, nirgendwo. Und wenn doch, dann weiß ich nicht. Obwohl, es könnte sein, dass es auf irgendeinem dieser Schatzhaufen liegt von den Drachen. Ich bin mir nicht sicher, ob man den finden kann oder ob der da nur so als Textur mit drin ist in diesem, Schatzhaufen oder so, weißt du? Ja, aber ich auf jeden weiß es auch Fall, nicht. also falls man den wirklich im Spiel finden kann, dann gibt es keinen Nutzen für diesen Stein. Ich glaube aber nicht, dass man den finden kann, ehrlich gesagt. Ich glaube, man kann sich den nur hercheaten. Und es gibt dazu eben eine passende Animation. Und das ist so eine Beschwörungsanimation mit so ein bisschen düsterem Sound. Und dann kommen da so helle Lichtstrahlen so aus. Also der Held fummelt mit den Händen so ein bisschen rum, so wie an einem Runenstein ungefähr. Also an so einem Runen-Creator-Stein, ihr wisst schon, was ich meine. Da, wo man die Runen machen kann. Und dann kommen halt so eine Lichtstrahlen so quasi entweder aus diesem Bereich der Hände oder halt da reinfliegend. Ich weiß gerade nicht genau. Und und es ist jetzt halt die Frage, wofür dieser Stein ursprünglich gedacht war und warum es den nicht mehr im Spiel gibt. Und meine erste Vermutung war tatsächlich, es passt jetzt nicht ganz zum Spiel, sondern es wäre ja eher Gothic 1, aber es gab in Gothic 1 diesen Altar im Sumpf. Diesen seltsamen Stein da. Da haben wir uns auch schon mal, glaube ich, letzten Podcast drüber unterhalten. Ja, ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ursprünglich mal geplant war, dass du halt irgendwie ein Ritual ausführen kannst an so einem Ort. Also vielleicht nicht genau an diesem Ort, vielleicht ist auch am Sonnenkreis oder sonst irgendwo geplant gewesen. Oder vielleicht hat es auch was mit diesem Schwert zu tun, was man in dieser Drachen, also diese Drachenschneide, die man da hinten in der Höhle findet, wo dieser Lichtstrahl ist. Diese leuchtet, ne? Ja. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, aber ich denke auf jeden Fall, ursprünglich war das so ein Gegenstand, mit dem man irgendwie ein magisches Ritual hätte ausführen sollen und dann wurde es einfach entfernt, weil es die Quest einfach nicht fertig gemacht wurde. Der Insert-Code für diesen Stein endet auch mit MIS, also mit dem Kürzel für Mission. Das heißt, da war auf jeden Fall ursprünglich mal eine Quest mit geplant. Ja. Muss man vielleicht mal nachforschen, ob es da noch irgendwelche gestrichenen Dialogzeilen gibt, die es nicht ins Spiel geschafft haben. Oder irgendwelche Sprachfiles, die nicht im Spiel hörbar sind. Ob da irgendwo ein Stein der Weisen erwähnt wird, das weiß ich jetzt nicht. Ja, Stein des Wissens heißt der, glaube ich. Aber Stein des Wissens. Ja, aber also ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel jemand wie Graf von gestern, ne, beziehungsweise Grey 2, ehemaliger Name, ich könnte mir vorstellen, dass er das vielleicht weiß oder dass er da mehr Infos zu hat. Ich muss ihn mal fragen, weil er hat ja auch mal, vielleicht hat er sogar darüber mal ein Video gemacht. Er hat mal ein Video gemacht über diese Pflanzensamen, die man in Gothic 1 findet, die auch keinen Nutzen haben. Dann war er auch im Gothic-Archiv unterwegs und hat irgendwie nachgeforscht und bla. Und er ist auf jeden Fall so der Kandidat dafür. Also wenn euch solche Sachen interessieren, schaut auf seinem Kanal vorbei, weil er hat relativ viel so Deep-Dive-Info-Videos, die sich mit Sachen beschäftigen mit Gothic, die jetzt nicht so, weiß nicht, die schon sehr tief in die Materie reingehen sozusagen. Ja. Es geht da sehr ins Detail. Aber super interessant und auch sein neuestes Video kann ich nur empfehlen. Das hat er mit sehr viel Liebe zum Detail entwickelt. Hat er teilweise sogar die Texturen angepasst, die Szenen schön gestaltet und das diese Theorien dann auch quasi zu Leben erweckt mit Filmsequenzen. Also es war schon echt cool. Also schaut da mal gern jetzt, vorbei. Ne? Genau, ja, wo es um großartig. Den Aufstieg von Gomez geht. Ja. Ja. Ja, schaut auf jeden Fall bei Graf von gestern vorbei. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Gothic-YouTuber. Also genau, wir können die Frage natürlich nicht beantworten, weil es, glaube ich, auch einfach keine Antwort darauf gibt, so richtig. Aber ich vermute, es hat was mit Magie zu tun. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein, schätze genau. ich. Genau, kann da nur spekulieren, dass es halt sich um irgendeine Quest gehandelt hat. Vielleicht war sie auch irgendwie in Verknüpfung mit der Krypta gedacht, weil die Krypta ja an sich ja auch keine richtige Quest hat. Vielleicht, dass man halt mit diesem Stein dann quasi diese Beschwörung da erst ausführt und dann die ganzen Skelette kommen. Ja, wer weiß. Ja, möglich ist es. Ja, genau. Ja, ich mach mal weiter mit der nächsten Frage.
Ja, die vielen kommt Dank nochmal für die Frage. Danke, Robert. Und Cartuna111 fragt, könnte sich einer von euch vorstellen, Mods zu vertonen wie Yorgi Sack oder Kurga? Ich kenne keinen Yorgi Sack. Ich weiß auch nicht, wen er meint. Also ich könnte es mir grundsätzlich schon vorstellen. Ich habe eigentlich schon sehr Spaß daran, einfach auch irgendwie mit der Stimme zu spielen und irgendwie so verschiedene Charaktere zu vertonen. Ich habe es jetzt auf meinem Kanal noch nicht so viel gemacht, weil ich einfach irgendwie lieber mit TTS gearbeitet habe bisher. Einfach, also war sozusagen nicht notwendig. Mhm. Aber grundsätzlich könnte ich mir das schon vorstellen, ja. Ist halt immer eine Frage der Zeit, Frage der Ressourcen sozusagen. Und also aktuell bin ich jetzt schon wieder sehr, sehr zeitlich eingespannt, weil ich ja jetzt auch wieder im Semester bin, ne? Also wieder im Studium und auch nebenbei arbeite noch. Das heißt, ich habe eigentlich eine 55-Stunden-Woche oder so. Deswegen ist für mich das momentan nicht drin, aber grundsätzlich Bock darauf hätte ich schon. Und irgendwann, wenn sich das mal ergibt oder sowas, würde ich es schon gerne machen. Ich glaube, ich habe auch mal für eine Mod ein paar Takes aufgenommen. Ich weiß nur nicht, ob diese Mod überhaupt veröffentlicht wurde. Ich habe die Sachen noch auf meinem Rechner. Da habe ich irgendwie 2, 3 Charaktere vertont. Ich weiß gerade nicht. War das zufällig irgendwie die Garde oder die Legion? Ja. Aber ich kann mich erinnern, dass da der User dann auf dem Discord rumgefragt hat und da haben wir beide uns, glaube ich, gemeldet. Und Jorgensen hat erst neulich mich nochmal gefragt, ob wir das mal spielen wollen. Im Stream, da wollte er dann quasi in jeder Folge einen anderen Gast dabei haben. Ja. Und diese Mod dann spielen, weil dann irgendwie wohl viele von uns Content-Creatern da mitgesprochen haben. Ja, ich glaube, das war das. Ja, also ich hab mit Jorgen damals ja bei Sonntagmorgen mit Windy und Jorgen bei dem Format, haben wir zusammen die Garde gespielt. Und ich glaube, es war der Nachfolger, wo wir mit... Genau, dann die Legion oder so, also der Nachfolger. ...synchronisiert haben. Ja, genau. Aber das, ich habe da nie reingeguckt. Ja, also, weiß nicht, ich habe es nicht gespielt und so. Und dementsprechend... Also es existieren tatsächlich ein paar Aufnahmen in Mods, aber echt wenige. Und ich finde, also grundsätzlich könnte ich mir schon vorstellen, davon auch irgendwann mal mehr zu machen. Aber dann halt auch gerne irgendwie für eine Mod, die auch irgendwie ein bisschen größer ist und die auch irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, eine coole Story hat und irgendwie sowas. Würde ich aber fühlen grundsätzlich. Und du? Grundsätzlich auch. Ich weiß nicht, ob meine Stimme so interessant ist, dass ich da als Synchronsprecher geeignet bin, aber wenn die Zeit es erlaubt und jemand da auf mich zukommt, aktiv oder wirklich dringend jemand sucht, dann helfe ich dann auch irgendwann mal gerne, aber jetzt aktuell habe ich auch einfach nicht die Zeit dafür. Und so viel Erfahrung habe ich darin auch noch nicht gesammelt. Ich habe dann, wie gesagt, für diese eine Mod dann da ein paar Zeilen eingesprochen. Das ist aber auch schon länger her. Und das Letzte, was ich aktiv gemacht habe mit Einsprechen, das war für X vs. Gothic. Da haben der Graf, also Grey 2, also der Graf von gestern und ich, immer unsere Endcards zusammen eingesprochen. Haben wir quasi immer diese Ambient-Dialoge genommen, wie von wegen, schlimme Zeiten sind das und mein Mann sieht das anders. Also solche Dialoge haben wir halt ein bisschen nachgemacht und dann in unsere Endcard reingepackt, aber das war es dann auch schon an Erfahrungen in der Synchronsprecherarbeit. Deswegen ja, müsste ich mich auch, glaube ich, erstmal so ein bisschen einarbeiten, bevor ich da wirklich für gute Mods taugen würde. Ja, ich glaube, damit ist die Frage dann auch beantwortet. No. Das war ja mal eine kurze Frage. Ja, okay, vielen Dank für deine Frage, Cartuna. Die nächste Frage von Rambo Zango. Geiler Name. Grüße gehen raus. Wie würde Gothic 1 aussehen und sich anfühlen, wenn es nicht im europäischen Mittelalter plus Fantasy spielen würde? Zum Beispiel im antiken Ägypten oder Urzeit. Urzeit, also mit Mammuts. Geil. So, der Häuptling braucht, keine Ahnung, Knochen für den Krieg gegen die, weiß nicht, gegen die Neandertaler oder so. Ja. Ich meine, gab es nicht von Far Cry, gibt es so einen Ableger, der heißt Far Cry Primal. Das spielt dann auch so in der Steinzeit oder so und da können die Charaktere ja auch nicht so richtig gut sprechen, glaube ich. Ich habe mir da nie so richtig viel Gameplay zu angeguckt, ich habe es nicht gespielt.
Nee, ich auch nicht. Aber das Konzept ist cool, weil das halt mal was anderes ist, ne? Also Fantasy, ich liebe halt Mittelalter, also europäisches Mittelalter liebe ich und Fantasy finde ich auch generell ziemlich nice. Und das ist so mein Lieblingssetting, mein so Comfort-Setting. Aber ich könnte mir das grundsätzlich eigentlich auch vorstellen im antiken Ägypten oder im antiken Griechenland oder so. Es wäre halt komplett was anderes. Also das Einzige, was vielleicht gleich bleiben würde, wäre Toros Name. So. Im alten Rom oder so könnte ich mir vorstellen, dass es da auch so einen Gaius Torus gibt. Gaius Torus Caesarius. Genau, aber ansonsten, also das Setting ist ja, wenn man es halt mit Fantasy koppelt, natürlich, ne, weil du brauchst es ja für diese magische Barriere und so weiter. Das ist grundsätzlich auch anwendbar für andere Orte. Also, was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, wäre nicht zentraleuropäisches Mittelalter, sondern osteuropäisches Mittelalter. Oder auch nordeuropäisches Mittelalter. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen mehr in so eine Pagan-Viking-Richtung geht oder halt so slawisch bisschen, so weißt du, so wie Witcher 1 hat ja auch relativ viele Einflüsse aus der Richtung, weil da ja auch viel Folklore aus slawischen, also ne, aus so polnischen Sagen und sowas drin ist. Und das könnte ich mir halt auch sehr vorstellen. Ansonsten, naja, also es spielt ja nicht nur im europäischen Mittelalter. Also Jacinda zum Beispiel ist ja obviously angelehnt auf Lateinamerika, also oder Mittelamerika, ich kann es nicht so genau zuordnen, ne? Aber so Azteken, Maya, Inka, die Richtung. So, weiß nicht, Historiker unter euch werden das jetzt genauer einordnen können als ich. Und zum Beispiel Warant ist ja, weiß nicht, also geht ja mehr in so eine arabische Richtung. Ja, und dann Nordmar halt eher in so eine nordisch-europäische Richtung, so Richtung, weiß nicht, Norwegen oder so. Und deswegen, also es ist ja schon relativ abwechslungsreich. Wenn man jetzt noch die Risen-Teile mit reinnimmt, hat man noch Karibik mit drin. Also es ist ja eigentlich schon relativ viel abgedeckt so. Aber ja, warum nicht? Also warum nicht auch antikes Ägypten? Was sagst du dazu? Ja, ne, kann ich mich nur anschließen. Nur. Also, du hast ja schon die anderen Settings in Gothic 3 erwähnt. Aber grundsätzlich bin ich halt auch am meisten Fan von dem klassischen Mittelalter-Fantasy-Setting. Einfach weil das halt so stark geprägt ist, auch so durch die Popkultur, ne, wie so durch Bücher und Filme wie der Herr der Ringe oder so. Da ist man einfach irgendwie immer mit aufgewachsen, das kennt man halt und fühlt sich darin wohl. Aber wenn ich mir jetzt so ein ganz anderes Setting ausdenken könnte, einfach so, um Gothic 1 in einem anderen Setting spielen lassen zu können, wäre halt so ein japanisches Mittelalter-Setting. Weißt du, dass du dann statt dann Gardisten einen Samurai hast. Und man könnte dann ja trotzdem dann da die Mönche einbauen, die dann auch mal Magie wirken können. Ne? Und dann hast du dann halt so den schönen Baustil aus Japan und ja, dann könntest du einfach Gothic 1 in so einem japanischen Setting abspielen lassen. Würde ich auch, finde ich auch, glaube ich, ganz cool. Ja, oder so südasiatisch, kann ich mir auch vorstellen. Also mehr so Richtung Nepal, Tibet, Bhutan, Südchina, so Myanmar, so diese Richtung. Weißt du? Das ist auch, also zumindest architektonisch ist das super interessant da. Auf jeden Aber Fall, ja. kulturell, ja gut, da müsste man jetzt ins Detail gehen, also. Also ich könnte es mir vorstellen, wenn es jemanden gibt, der das authentisch umsetzen kann und der sich damit auskennt und so und der da so dieses Feingefühl hat, was man dafür dann auch braucht, um sowas generell zu kreieren, dann würde ich das auf jeden Fall fühlen. Solange es gut gemacht ist, nehme ich es. Es gibt, glaube ich, nur sehr wenig Settings, die ich gar nicht spielen Sci-Fi. würde. Also Sci-Fi, doch, fände ich eigentlich auch cool. Ne? Ja, da bin ich So ein nicht so der bisschen Fan von. so Richtung Star Wars oder so, hast du dann halt so dein großes Gefängnis und dann hast du dann anstatt Schwertern hast du dann Lichtschwerter. Ja, Statt ja. Bögen hast du dann Blaster. Also, ja, grundsätzlich, warum nicht? Ne? Wenn Ja. es irgendwie glaubwürdig inszeniert ist, nehme ich es gerne an. Ja. Ja. Rambo Zango, vielen Dank für deine Frage. Ja, vielen Dank. Ich gehe mal weiter zur nächsten Frage und zwar von Enno2Go. Grüße gehen an dieser Stelle raus. Ich hatte Enno2Go schon ein paar Mal jetzt erwähnt. Ja, geil, habe ich Bock drauf. Themenvorschlag.
Was wäre, wenn die Reise durch das Portal beim Helden nicht einige Tage, sondern mehrere Jahre gedauert hätte? Darunter schreibt der Hochkönig, ich weiß, was bei den Wassermagiern in der Zwischenzeit passiert wäre, nämlich absolut gar nichts. also es ist schon witzig, weil tatsächlich, also die Wassermagier sind ja irgendwie, die sind nach Jakinda gegangen und haben eigentlich nichts gerissen irgendwie. Alles hat der Held gemacht, aber das ist ja auch bei Lord Garon so und es ist ja generell bei allen irgendwie so. Aber es ist halt natürlich dem Game Design sozusagen verschuldet. Also ich glaube, wenn das kein Spiel wäre, sondern irgendwie eher so eine Art, einfach eine Geschichte, ein Film oder so, dann, ja, also ich glaube, dann hätten die Wassermagier einfach auf jeden Fall schon weitreichende Erkenntnisse über die Gegend gesammelt. Ne? Vielleicht hätten sie sich sogar schon ein bisschen weiter rausgewagt aus ihrem komischen Tal da, also aus ihrem Portalbereich. Und wer weiß, was noch passiert wäre, weil vielleicht hätte Raven schon längst alle so, weiß nicht, die Welt erobert. Also die blaue Belia hätte er auf jeden Fall erlangt. Er hatte ja so oder so ohne den Helden bekommen. Ja. Ich meine, dann gibt es dann noch die Ork-Invasion. Da wären wahrscheinlich dann auch die Orks irgendwie in Jakinda angekommen. Ja. Da hat er die Frage, ob dann Raven loyal zu seinen Banditenleuten ist und mit denen dann quasi abgereist wäre. Oder ob der einfach gesagt hat, ja, scheiß auf die, ich metzel mich jetzt hier einfach durch. Ja, ich glaube, der hätte. Orks und die Armee Belias dann in Myrtana gegen die Menschen. Ich glaube, der hätte die Armeen Belias doch angeführt. Das hat er ja erzählt im Gespräch mit dem Helden, dass er seine Seele verkauft hat. Dann quasi der zweite Avatar oder dann wäre er der Avatar Belia geworden, neben dem untoten Drachen. Genau, ja, richtig. Xardas hätte vielleicht versucht, das Auge Innos selber zu holen, um die Drachen zu töten. Ich weiß nicht. Wenn es dann einer machen könnte, dann er. Ja, ja. Oh, das ist total interessant, darüber nachzudenken, weil ich glaube, der Held würde dann irgendwann nach ein paar Jahren aus diesem Portal rauskommen und da wäre halt alles voller Orks oder alles verlassen, niemand mehr da, weil die Orks da einfach nicht leben. Mhm. Ne? Also außer in ihrem Canyon da unten. Aber vielleicht hätten die sich auch komplett ausgebreitet. Die ganze Insel ist komplett voller Orks, alle Menschen sind versklavt oder tot. Der Held wäre so richtig lost auf einmal. Ja, also ich glaube, es wäre super, super schlecht für das Schicksal der Welt, wenn der Held da jetzt mehrere Jahre in irgendwie diesem Portal-Limbus irgendwie gefangen wäre. Ja, ich stelle mir gerade so vor, wie wirklich gar keiner mehr auf Jagd da ist und reist er da so alleine durch den Dschungel. Dann gibt es doch diesen einen nackten Eingeborenen. Den Eremiten, der da aus Skorines geflüchtet ist. Ich kann mir noch vorstellen, dass der da einfach noch irgendwo chillen würde. Ja. Und den Helden dann fragt, ey, sag mal, hast du doch irgendwie Kleidung für mich? Ja. Und der Held weiß gar nicht, dass er mehrere Jahre unterwegs ist. Er denkt so, wo sind die ganzen Wassermagier? Wo sind alle? Ja, ja, ja. Aber er ist ja auch als Erster durchgegangen. Das heißt, er würde denken, die sind noch nicht da. Er würde einfach da warten vor dem Portal und würde so denken, ja, wann kommen die denn endlich? Boah, das wäre echt krass. Stimmt. Ja. Aber jetzt kommt's, was ist, wenn der Held durchgegangen ist, durchs Portal und dann auf der anderen Seite mit Raven und so weiter bla bla und das ist alles nie passiert, weil das alles diese Portalreise eigentlich ist. Alles, was er da erlebt, ist nicht wirklich so nur in seinem Kopf sozusagen. Beide sind eigentlich gestorben. Ja. Oder er kommt halt einfach irgendwann wieder so auf der Corinus-Seite vom Portal raus und denkt, dass er das alles erlebt hat, aber in Wirklichkeit ist nie irgendwas davon passiert. Das ist einfach nur hinter diesem Portal einfach gegen eine Wand gelaufen, das war einfach gar kein Portal. Wir sind damit nie fertig geworden. Ja, aber sehr interessantes Szenario auf jeden Fall, sehr interessanter Gedankenexperiment sozusagen. Ja, aber meinst du, Xardas hätte wirklich dann versucht, das Auge Innos zu holen und dann die Drachen zu töten? Weil dann könnte ich mir vorstellen, dass Xardas dann versus Raven dann irgendwie antreten in Myrtana. Womit wir wieder bei Tekken wären. Ne? Ja, Fight. Also weiß ich nicht. Dafür müsste man jetzt die Absichten von Xardas, also sozusagen, wie hoch ist es priorisiert für ihn? Also er will ja. Er will ja die Seele vom untoten Drachen sozusagen in sich aufnehmen, weil sein Ziel ist es ja quasi, der Avatar von Belia zu werden. Mhm. Und er braucht das Auge Innos. Ja, er müsste es selber holen irgendwie. Ich glaube, er würde das auch schaffen eigentlich. Also
Ich glaube, Xardas wäre schon in der Lage dazu. Es hat nur die Frage, ob er auch das Auge Innos tragen kann, weil die ja sagen, dass nur ein erwählter Innos das Auge tragen kann. Ja, aber wenn es den Helden nicht mehr gibt, weil er zum Beispiel gestorben ist im Portal. Ja, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass Xardas versucht, das Auge Innos zu besorgen. Und dann einfach auf den nächsten Auserwählten wartet oder vielleicht auch nochmal auf den namenlosen Helden, falls er irgendwann nochmal wieder auftaucht. Mhm. Und dass Xardas dann untertaucht, um halt quasi auf die richtige Gelegenheit zu warten. Ja. Ja, ich weiß nicht. Da können wir nur spekulieren. Aber es ist auf jeden Fall spannend. Ich glaube, ja, ich glaube auch, er würde auf jeden Fall versuchen, das Auge Innos zu besorgen. Vielleicht würde er auch versuchen, das zu tragen, dann würde er feststellen, er kann es nicht anlegen. Mhm. Und dann braucht er dann nämlich den Stein des Wissens. Jetzt schließt sich der Kreis. Ja, er braucht den Stein des Wissens, damit er das Auge Innos sozusagen formatieren und auf Werkseinstellung zurücksetzen kann. Aber nennen wir es bitte Stein der Weisen oder und einen Stein und dann kommt noch Fresh Dumbledore vorbei. Genau, ja. Und dann haben wir noch ein richtig fettes Rap-Battle. Ja, ja, das, also da schließt sich der Kreis. Fresh ja. D versus Xardas, DJ Xardas. Enno2go, vielen Dank für deine Frage, Grüße gehen raus. Ja, vielen Dank. Ja, die nächste Frage von Grind Ehemann. Was ist, wenn der namenlose Held den einen Ring gefunden hätte? Boah. Jetzt gehen wir echt in die wilden Spekulationen rein. Aber warte mal, das müssen wir jetzt, jetzt ist halt die Frage, meint er damit, der eine Ring ist in der Gothic-Welt oder ist der namenlose Held im Herr-der-Ringe-Universum? Pass auf, ich glaube, das ist einfach die gleiche Welt jetzt in dem Szenario. Und wenn du dir die Landkarte anschaust, in Herr-der-Ringe, ne, hast du ja links dann... Unten hast du Gondor, oben in der Mitte hast du Rohan, im Osten Mordor. Mhm. Ich stelle mir vor, immer weiter nach Osten, wenn du da immer weiter nach Osten gehst, kommst du dann einfach quasi zu diesem unbekannten Land in Gothic 3. Mhm. Und hast hinter den Bergkuppen dann Mithana, Nordmar und so weiter. Also spielt dann quasi auf einem großen Kontinent. Ja. Das würde ja passen. Und dann könnte man sagen, okay, jetzt kriegt der Held irgendwie den einen Ring und... das ist super schwierig. Also, wir wissen aus den Gothic-Spielen, dass der Held durchaus unter Einfluss Belias gelangen kann. Also, wir müssten jetzt Sauron und Belia entweder gleichsetzen oder Sauron dient Belia oder Belia dient Sauron, wie auch immer. Mhm. Oder Belia ist Morgoth oder so, ich weiß nicht, aber... Boah, das ist ja richtig krass. aber der Held kann auf jeden Fall von Suchenden so verflucht werden, dass er auch dann besessen ist und sowas. Das heißt, es gibt dunkle Kräfte, die sozusagen auf ihn Einfluss nehmen können. Und ich denke, wenn er den Ring finden wird, der Held ist auch manchmal sehr selfish. Mhm. Und weißt du, und ist so ein bisschen egozentrisch in manchen Situationen. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht nicht der Macht des Rings widerstanden hätte. Vielleicht aber auch schon, weil er ja der Avatar Adanos sein kann. Ich weiß gar nicht. Ja, doch, der Avatar Adanos, ne? Und deswegen mehr so für Gleichgewicht. Schwierig. Also auf jeden Fall glaube ich. Ja. Ich glaube auf jeden Fall, wenn der namenlose Held den Ring hätte, ich glaube, es wäre für ihn weniger eine Last, ihn zu tragen, als zum Beispiel für Frodo. Weil Frodo ist zwar sehr widerstandsfähig und auch irgendwie. Auf seine Art und Weise sehr stark sozusagen, dass er das quasi schafft. Aber Frodo hat es ja auch eigentlich nur geschafft wegen den Gefährten und vor allem wegen Sam, den Ring zu zerstören. Also alleine hätte Frodo den Ring ja nicht ins Feuer geworfen. Und der namenlose Held hat irgendwie alles immer alleine geschafft. Das heißt, wenn der namenlose Held einfach sagt, ich gehe jetzt zum Vulkan, ins Ming-Tal und werf da den Ring jetzt oben zum Feuerdrachen. zum Schicksalsberg, dann, ja, der läuft da einfach hin mit seiner Laufanimation, weißt du? Ja. Machst du die ganze Zeit Akrobatiksprung mit diesem Abrollen die ganze Zeit? Geil. Und der springt halt einfach voll weit, weil er jetzt richtig krass ist wegen dem einen Ring, hat er einfach richtig die Power. Ja, genau. Und der gibt ihm noch so +3 Stärke.
Nur plus 3? Ja, okay. Das, denkst ja, du so, oh, was ein Scheißring, schmeiß ich weg, verkaufe ich. Er verkauft den so an so Fisk oder so. Ja, ja, für irgendwie 500, für 500 Gold bei Baltram kurz vertickt. Ja. Ja. Ein bisschen ramschlos werden. Ja. Also ich glaube auf jeden Fall, dass der Held irgendwann doch der Versuchung nicht mehr widerstehen könnte und dann auch unglaublich mächtig wird mit dem Ring, aber dass er dann trotzdem einfach Sauron verfällt und der Ring, der gehorcht ja eigentlich nur Sauron. Deswegen wird er da, glaube ich, irgendwann in den Wahnsinn getrieben und dann ja, zu einer Puppe von Sauron werden. Ne? Mhm. Ja, ja, ich meine, gut, das sind jetzt alles so Was-wäre-wenn-Szenarien, die irgendwie verschiedene Franchises miteinander koppeln. Da kann man natürlich nur spekulieren, aber ich glaube auch, also, ja, weiß nicht, der Held ist, ich glaube, der Held ist nicht rein genug, sozusagen, im Kopf, nicht sauber und rechtschaffen genug, um nicht irgendwie auch die Macht auszunutzen. Andererseits, Belia, also die Klaue Belias ist ja auch ein bisschen so tückisch. Und das hat ja auf den Helden auch nicht wirklich einen Einfluss genommen, im Gegensatz zu Raven. Ja. Also, ist schwer zu sagen. Wobei Raven dem ja schon vorher verfallen ist, ne? Ist ja schon vorher ein bisschen wahnsinnig geworden. Ja, stimmt. Ja, wäre echt schwierig, aber auf jeden Fall eine coole Idee. Ja. Also an alle Modder da draußen, setzt euch ran und Grindemann oder Grindemanns Frage einfach mal aufgreifen und einen Mod machen. Das fände ich super. Einfach mal machen. Einfach mal machen. Einfach mal hacken. Genau. Ja. Die nächste Frage ist von Weltraumbummler 2780. Diskutiert ruhig mal über Bosskämpfe. Sollte das Remake solche haben? Wir haben ja jetzt vor kurzem auch nochmal einen Podcast mit dem Remulator aufgenommen. Der Podcast ist bei ihm auf dem Kanal zu finden. Hört auch unbedingt rein. Ja, genau. Und ich glaube, da haben wir nur über das Remake gesprochen. Oder fast nur. Mhm, ja. Und ich glaube, da ging es auch zwischenzeitlich mal um Bosskämpfe. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr im Detail daran, was wir da besprochen hatten, aber ich finde, also es gibt ja in Gothic, gibt es ja Bosskämpfe, also die sind halt eher schlecht als gut. Und ich finde, sie haben auch im Zusammenhang mit der Story irgendwo eine Daseinsberechtigung, aber die müssten halt im Remake schon deutlich verbessert werden. Also in meinem Gothic 1 Let's Play, in dem Run, den ich jetzt hatte, das war furchtbar mit dem Schläfer. Also Korkalom. Und das hat funktioniert, dass Korkalom mich angreift. Und auch die Novizen, das hatte ich zum ersten Mal, seit ich jemals Gothic gespielt habe, dass die Novizen tatsächlich mal irgendwas gemacht haben. Okay. Aber es kamen keine Dämonen, als ich diese Schwerter da reingerammt habe in die Steine, in die Herzen. Oh. Kamen keine Dämonen. Und dann, also es war irgendwie super lame. Es war sehr enttäuschend, dieser Bosskampf. Und auch irgendwie super buggy. Also ich finde, das muss schon verbessert werden. Und vor allem auch der Kampf gegen die Minecrawler-Königin. Was ist das denn? Du stellst dich dahin, einfach mit Pfeil und Bogen und fertig ist. So. Ja. Also die muss irgendwie auch Fernkampf haben oder sich einfach selber auch bewegen können. Also es ist schon irgendwie Quatsch, dass die da wehrlos steht und du einfach mit Fernkampf, mit irgendwie Magie einfach ein paar Feuerpfeile drauf wirfst und dann hat sich die Sache erledigt. Das ist natürlich dann Kacke, ja. Oder dass einfach in dem Moment dann viel mehr Minecrawler auf einen zu rennen und dich immer weiter angreifen, dir keine Pause gönnen. Dann wäre es ja auch eine andere Herausforderung. Dann wäre es okay, wenn die Minecrawler-Königin auch in dem Sinne dann nicht kämpfen würde. So wie der Schläfer. Dass immer so Wellen kommen von Minecrawlern, du musst die alle schnell plätten und dann irgendwie ganz schnell ein paar Hits bei der bei der Königin machen und dann dich schnell hochheilen und dann kommen die nächsten. Genau, ja, sowas in der Richtung. Ja. Ja, also, ja, was sagst du dazu? Generell Bosskämpfe im Remake, wie? Ja, klar, also irgendwo gehören sie dazu, ne? Ich meine, so die Minecrawler-Königin oder auch der Schläfer, das sind ja wirklich Story-Abschnitte, die ja passieren müssen. Und sind ja auch so glaubwürdig in das Spiel eingebunden, deswegen kann man die ruhig drin lassen und ja, wäre natürlich schön, wenn man das irgendwie so ein bisschen ausbaut, wie du schon gesagt hast, dass dann beim Schläferkampf dann da keine Bugs vorkommen und dass man dann auch wirklich eine Herausforderung hat. Mhm.
Soll natürlich nicht frustrierend sein, dass du denselben Bosskampf irgendwie 20 Mal neu laden musst, bis du dann endlich mal weiterkommst, aber ja. Einfach, dass es halt so ein bisschen was Besonderes ist und nicht so einfach, ja, ich renne mal zur Minecrawler-Königin, hau die 20 Mal, nehme die Eier mit und gehe wieder. Das ist dann ja auch ein bisschen langweilig. Ich habe es auch im Podcast mit Remulator angesprochen, als wir da zu dritt gequatscht haben. Legend of Azun. Dirty Swamp hat super... Also Legend of Azun hat bestimmt auch tolle Bosskämpfer. Ich habe es nicht gespielt, deswegen kann ich nichts dazu sagen. Aber ich wollte eigentlich von Dirty Swamp sprechen. Das waren aber eher so Bosskämpfe, die einen Fokus auf Magie hatten, wo dann jeder Boss ein bisschen eine andere Magie gewirkt hatte. Teilweise dann irgendwie mit tierischen Begleitern oder sonstigen Effekten. Das waren wirklich sehr, sehr abwechslungsreich und auch teilweise echt knifflig. Aber es war halt nicht zu frustrierend gestaltet, zumindest auf meinem Schwierigkeitsgrad, den ich gewählt habe. Also grundsätzlich, ja, wenn es gut gemacht ist, kann ich es mir vorstellen, ja. Ja, der Satz der heutigen Folge sozusagen. Ja, ja, ja. Ja, nee, kann ich mich nur anschließen. Also mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen, weil, also ja, Bosskämpfe gerne, wenn sie gut sind, im Gegensatz zum Original Gothic, wo sie nicht gut sind, passen schon, finde ich, rein und kann man ruhig auch umsetzen. Ja, einfach das, was da ist, sozusagen storymäßig, Schläfer, Minecrawler-Königin, vielleicht auch Gorboba oder so, solche Sachen einfach ein bisschen spannender inszenieren und auch einfach technisch so umsetzen, dass es tatsächlich funktioniert und dann passt es schon. Also Gorboba hätte auch echt ein cooler Kampf sein können, aber es ist halt auch einfach nur ein random Templer, der dich einfach nur aufhält und dann haust du ihn halt um und fertig ist, genauso wie die 30 Templer danach auch. Also, ja, ist ja nichts Besonderes. Ja, also da hätten die ruhig, ich muss sagen, tatsächlich ist es bei Raven sogar relativ gut gelöst. Das ist tatsächlich ein ganz spannender Kampf eigentlich, wenn du jetzt nicht gerade Eisblock benutzt und dann einfach Links-Rechts-Schläge machst, bis er tot ist. Aber, was, glaube ich, jeder Spieler am liebsten macht. Ja, aber grundsätzlich, also, ne, dass er quasi ab und zu mal so einen Ultra-Hit macht mit diesem Blitz, der dann einschlägt. Und er ist schon ein herausfordernder Gegner, finde ich, zu dem Zeitpunkt des Spiels. Und der Dialog davor ist auch relativ epic, die Musik ist ziemlich gut, der Spot, wo das stattfindet, ist ganz cool. Also das, finde ich, ist schon ein Kampf, der sich auch manchmal auf so eine epische Länge ziehen kann, wenn man jetzt nicht gerade Magie benutzt und sowas. Na, ja. Und dann kämpft man da in diesen alten Ruinen, also ne, in diesem alten Tempelgebäude. Ja, auch da könnte man sich ein bisschen was einfallen lassen, dass da vielleicht noch ein paar untote Gardisten oder sowas noch irgendwie sind, die Raven helfen oder so. Ja, also Potenzial ist auf jeden Fall da, könnte man umsetzen, ja, denke ich. Ja, grundsätzlich mehr menschliche Gegner als in Anführungszeichen Bosskampf darstellen, zum Beispiel ein Kampf gegen Gomez, wenn du zum alten Lager reist mit der Teleportrune. Da kann ich mir auch vorstellen, dass es halt so ein richtig schwerer Kampf gegen ihn ist. Aber man muss es halt dann auch gameplay-technisch ein bisschen anpassen, also dass dann auch Gomez dann irgendwie besondere Angriffe hat, die man dann irgendwie nicht blocken kann, wo man dann ausweichen muss. Oder dass Gomez sich ja dann auch ab und zu mal selber heilt mit einem Heiltrank, weil als Spieler kannst du das ja theoretisch auch. Ja. Einfach, dass es dann so ein bisschen knackiger ist und dann nicht nur einer von 100 Kämpfen ist, die man dann im alten Lager führt. Ja, genau. Vielleicht das dann auch noch mit so einem extra Dialog, der genau. Vorher dann abgespielt wird. Ja. 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 Weltraumbummler 2780, vielen Dank für deine Frage. Den nächsten Kommentar können wir überspringen, das ist nur so ein kleiner Satz. Das ist keine Frage, deswegen kannst du dann mit der übertrieben langen Frage, die ist unten drunter mit noch einer Antwort, nochmal länger. Oh ja. Kannst du mal weitermachen, dann brechen wir die einmal auseinander und dann gucken wir mal. Ja, alles klar. Also die nächste Frage von Herr Namenlos 1238, er schreibt: Da ich Gothic 3 mit Patch zuerst gespielt habe, bin ich ein Riesenfan davon und erkenne das Potenzial, das leider nichts geworden ist, und frage mich, was es werde hätten können, wenn Piranha Bytes genug Zeit gehabt hätte. Insbesondere, was man noch ändern müsste, damit Gothic 3 vollständig wäre. Zum Beispiel, erstens, wie müsste der Anfang aussehen, damit er inhaltlich zu Gothic 2 passt? Stichwort Lester und Verstärkung, Schiff und Piraten. Aber ich würde sagen, dass wir erstmal das Punkt für Punkt abarbeiten. Ja, wir gehen das Punkt für Punkt durch, ja.
Ja. Ja, also der Start von Gothic 3, das ist echt ziemlich schwach, ne? So von wegen, was ist eigentlich mit Lester und ja, Schiff ist weg. Ja, also das finde ich, könnte man relativ einfach lösen, indem tatsächlich Lester beim Schiff bleibt, das Schiff noch da ist und man dann, wenn man runterläuft, um Lester zu holen sozusagen oder um Lester und die Verstärkung zu holen, das heißt, da ist ja nicht nur Lester, sondern vielleicht noch ein paar andere Leute, und man zumindest diesen Piratenkampf, dieses Kapern irgendwie mitbekommt. Mhm. Ich finde Piraten, also weiß ich nicht, ich finde es irgendwie komisch, dass Piraten an so einer Küste einfach irgend so ein Schiff sich so holen. Also, keine Ahnung, ich kenne mich jetzt nicht so mit den gängigen Methoden von Piraten aus, aber viel passender hätte ich es gefunden, wenn einfach irgendwelche Küstenbanditen angelockt würden von dem Schiff und dass die da einfach auf einmal angreifen so. Oder halt da unten auch Orks sind, keine Ahnung. Und die dann. Ja, diese Bande von Ortega zum Beispiel, ne? Die ja auch zum Beispiel, genau. Genau, dass die zum Beispiel da auf einmal ankommen und dann Lester irgendwie bewusstlos geschlagen haben und man gerade so sieht, wie sie mit dem Schiff irgendwie abhauen. Weißt du, also theoretisch kann es sogar von der Story her relativ deckungsgleich sein, aber es hätte halt anders inszeniert sein müssen, weil so ist es komplett Bullshit. Ja. Ja, man hätte das echt anders aufziehen können. Wenn wir eben schon mal, oder eben habe ich mal Greg erwähnt, vielleicht war er auch dann der Piratenkapitän, der dann da in dein Schiff angreift. Mhm. Man hätte das vielleicht wirklich anders gestalten müssen, dass man wirklich dann mit so einer Schiffsschlacht startet, wie zum Beispiel in Wissen 2 oder 3, gibt es auch am Anfang eine Schiffsschlacht, dass man dann darauf startet und ja, dann gegen die Piraten kämpft, zum Beispiel auch gegen Greg von mir aus, und vielleicht nochmal einen kurzen Austausch mit ihm hat. Und dass das Schiff dann untergeht und der Held dann irgendwie verletzt wird und dann ohnmächtig wird und dann einfach so an den Strand angespült wird. Und er dann auch nicht weiß, wo dann die anderen Freunde sind. Und so würde es dann ja auch Sinn machen, dass sie dann halt so extrem in der Welt verteilt sind, dass vielleicht einer dann zur Nordküste von Varant geschwommen ist, einer ist dann in der Nähe von Tredes gelandet, einer dann bei Kapdun zum Beispiel. Dass sich das dann direkt von Anfang an so ein bisschen mehr verteilt hätte und dann hättest du ja auch wieder diesen klassischen Gothic- oder Piranha-Bytes-Start, dass du dann halt so einen Helden hast, der keine Items und keine Skills hat. Ne? Ja. Und dass man dann erst das erste Mal dann vom Strand aus in Richtung Ardea geht und dann da mitbekommt, oh scheiße, die Orks haben gewonnen. Und dann triffst du zufällig Gorn, der einen dann zum ersten Rebellenlager führt und dann könnte man von da aus dann starten. Das wäre ja auf jeden Fall... Also auch komisch, warum Gorn überhaupt von diesen Rebellen weiß und genau weiß, wo die sind und so, das ergibt auch überhaupt keinen Sinn. Ja, also ja so, das ist... Als ob er da schon mal gewesen, so weißt du, so er kommt eigentlich von da, so er zeigt dir, wo er früher gechillt hat, so. Vor, keine Ahnung, 15 Jahren oder was. Vielleicht war es ja einfach irgendwie so ein Banditenlager und er war früher Bandit, weshalb er nach Kurines ins Minental gebracht wurde, aber... Ja, die Rebellen gab es ja zur Zeit von Gothic 1 und davor ja noch gar nicht. Da gab es ja gar keinen Krieg in Myrtana. Da haben ja die Menschen geherrscht und da hätte es gar keinen Sinn gemacht, in so einer alten, verlassenen Mine sich so ein Lager aufzubauen. Ja, absolut. Ja, aber auf jeden Fall, wie müsste der Anfang aussehen, damit es inhaltlich zum Ende von Gothic 2 passt? Ja, genau so. Also es müsste, also zum Beispiel durch einen Schiffbruch hätte man das ganz gut lösen können, durch eine Seeschlacht. Ne, so wie du schon gerade gesagt hast, das wäre eigentlich echt eine relativ gute Alternative gewesen für den Start von Gothic 3, der einfach glaubwürdiger gewesen wäre und einfach auch irgendwie, ja, einfach irgendwie besser. Ja, was ich ja immer interessant fand, wenn du so dich zurückerinnerst an die Zeit, bevor Gothic 3 released wurde, da gab es ja immer sehr viel Material und auch Artworks, wo dann Drachen über die Lande fliegen. Da kann ich mich so an ein Artwork erinnern. Ich habe ja echt immer gedacht, dass dann in Gothic 3 dann ganz viele Drachen dann da rumfliegen würden. Ich stelle mir jetzt einfach vor, dass dann so ein Drache das Schiff angreift bei der Überfahrt und dann quasi die Segel und das Schiff verbrennt und man dann so dann quasi dann startet und dann das Schiff untergeht und man sich irgendwie an Land retten muss. Ja. Ohne Ausrüstung und alle wieder, wie gesagt, verteilt sind über Myrtana und Varant und man sich dann erst wieder zurechtfinden muss. Also damals hätte ich das total gefeiert, wenn es so wäre, wie du es gerade erzählt hast. Mittlerweile finde ich Drachen einfach sehr, sehr overused. Also ich finde irgendwie Drachen haben schon irgendwo in einem Fantasy-Universum auch ihre Daseinsberechtigung durchaus, aber ich finde, weiß ich nicht, also irgendwie
Drachen als übermächtige Wesen, die am Ende irgendwie immer der Boss sind oder so, oder immer irgendwie was mega Wichtiges haben, was du holen musst, so finde ich irgendwie nicht so innovativ einfach mittlerweile. Ne? Gerade auch nach so Projekten, wie, also nach so Sachen wie Game of Thrones zum Beispiel, wo ja auch Drachen eine relativ große Rolle gespielt haben. Also weißt du, es ist einfach so, in den Medien, in der modernen Popkultur sind Drachen einfach mittlerweile echt überall oder fast überall. Und ich finde, man könnte ruhig diese ganze Ultra-Epicness, die Drachen immer so mit sich bringen, so ein bisschen runterschrauben. Also ich bin Fan davon, wenn Drachen vorkommen in der Geschichte, aber die müssen jetzt nicht so ultra-baba sein, finde ich. Das können auch einfach nur Fabelwesen sein wie, keine Ahnung, wie Einhörner oder so, die es einfach gibt, so, aber die gar nicht so krass sind. Ja. Also, ja. Oder einfach verschiedene Arten, so. Es kann ja auch kleinere Drachen geben, die vielleicht nicht ganz so mächtig sind oder so. Und ja, weiß ich nicht, aber es ist meine Meinung. Ja. Ja. Okay, weiter. Wie geht's weiter mit der Frage? Genau, ich glaube, wir konnten jetzt alle Punkte klären. Auf jeden Fall müsste man noch irgendwie so ein Feature einbauen, dass auch genau die Charaktere dabei sind, die man in Gothic 2 auch mitnehmen konnte. Zum Beispiel fehlen ja da so ein paar Charaktere, wie zum Beispiel, könnte man Wolf mitnehmen aufs Schiff? Ja, konnte man, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher. Irgendwer, warte mal. Oh, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall gab es den ja nicht in, und den Paladin, wie heißt der nochmal? War das Cedric? Nee. Girion war das, oder? Ja, Girion. Der kommt ja auch nicht in Gothic 3 vor. Die zwei kommen dann, glaube ich, erst vor, wenn du diese Enhanced Edition oder mit dem aktuellsten Community-Patch und Quest-Packet installierst. Mhm. Da haben die zwei auch einen kleinen Auftritt. Ja. Auf jeden Fall müssten die dann halt auch mit vorkommen. Also einfach, dass du dann da auch die gleichen Figuren dabei hast. Optimal wäre es dann natürlich, wenn du dann den Speicherstand importieren könntest und dann auch das dann ganz individuell gestalten kannst, weil du ja auch in Gothic 2 selber entscheiden kannst, wen du mitnimmst. Theoretisch könntest du ja auch einen der Freunde dann auch zurücklassen. Ja, stimmt. Dann spielst du Gothic 3 so ohne Gorn, der dir dann nicht zeigen kann, wo das Rebellenlager ist, und dann geht es einfach gar nicht voran. Spiel zu Ende. Ja, du findest es einfach nicht. Ja. Nee, gut. Dann kommen wir mal zum zweiten Punkt. Wenn das Schiff noch da wäre, wäre es eine sinnvolle und immersive Art von Fast Travel, mit dem Schiff zwischen drei Häfen fahren zu können, als zu teleportieren. Vielleicht funktionieren Teleportsteine ja nicht mehr, nachdem Xardas die Runenmagie zerstört hat. Wie stehst du generell zum Thema Fast Travel in Rollenspielen? Was ist so deine Meinung dazu? Also letzten Endes, man braucht es ja, ne, weil man irgendwann keinen Bock hat, den gleichen Weg zum 100. Mal lang zu rennen. Und ich habe dann auch ehrlich gesagt, also ab und zu finde ich das ganz cool, wenn man den gleichen Weg nochmal geht. Vor allen Dingen, weil ja Gothic immer sehr stark darin ist, die Gegenden nochmal neu zu beleben mit neuen Monstern, teilweise auch stärkeren. Arolos hat das super toll gemacht mit so zufälligen Ereignissen, die auf dem Weg passieren können. Sowas könnte man dann ja auch in einem Gothic 3 Remake oder Remaster, wie auch immer, implementieren. Deswegen so Fast Travel an sich. Bei einer großen Welt auch notwendig irgendwo, ne? Ja, es ist notwendig, ne? Weil irgendwann hast du dann trotzdem keinen Bock mehr, den gleichen Weg zum 20. Mai entlang zu laufen. Und gerade bei den großen Distanzen bietet es sich an. Es muss halt immersiv eingebaut werden. Ne? So im Schiff zu fahren, könnte ich jetzt gut nachvollziehen. Und allein die Teleportsteine sind halt so mit die logischste Erklärung, warum du so dich teleportieren kannst. Das haben dann ja andere Piranha-Bytes-Spiele dann nicht mehr so toll hinbekommen. Wenn ich mich allein an die Porter da aus Elex erinnere, das macht da überhaupt gar keinen Sinn und wird auch gar nicht erklärt. Ja, da finde ich dann so magische Runen, die dann von Magiern entworfen werden und dann zu einem bestimmten Ort führen. Dann, das finde ich eigentlich ganz gut gemacht. Ja, aber in Gothic 1 und 2 sind die Teleportsteine ja auch Runen und die Runenmagie wurde ja zerstört von Xardas. Das heißt, die Teleportsteine in Gothic 3 sind zwar keine Runen mehr, die sehen ja auch anders aus als diese ursprünglichen Runen, diese Steine sozusagen. Ja, stimmt. Ja. Aber es ist halt irgendwie so, okay, wieso haben die auf dem Festland auf einmal so Teleportsteine aus irgendeinem anderen Material, die genauso funktionieren wie die Runen-Teleportsteine? Weil man halt Teleportsteine gebraucht hat und sich erst, also man hat sich wahrscheinlich erst danach irgendwie Gedanken gemacht, so okay, die Runenmagie wurde zerstört, so von der Story her, ja, wie machen wir das jetzt mit dem Teleportieren?
Und eigentlich wäre es tatsächlich eine immersivere Art von Fast Travel, mehrere Häfen zu haben, was ja auch Sinn macht, dass du irgendwie, weiß nicht, Cap Dun hast, dann hast du irgendwie Lago oder sowas. Dass es überhaupt mal Häfen geben würde in Gothic 3. Es gibt Bakarish, ja keinen einzigen. Ja, Bakarish, Ardea, gut, bei Ardea könnte man auch sagen, es ist nur so ein Landungssteg, so ein kleiner. Aber auch Vanguard und was ist da oben noch irgendwie? Ist das, na, Vanguard ist schon die nördlichste Stadt, danach kommen ja werden die Klippen immer höher, glaube ich. Ja, stimmt, okay. Ja, also Vanguard, okay, gut, da könnte man dann auch Faring sagen, okay, kommt nördlich von Vanguard. Da ist diese Bergen. Ja, genau. Und dann könnte man ja sagen, da ist diese Kuppel in Vanguard, okay, da kommt man nicht hin, dann kommt man vielleicht auch noch nicht durch in die Wüstenstädte am Anfang, weil die Strömung zu stark ist oder was weiß ich was. Und der Kapitän dir immer sagt, nee, da fahren wir jetzt nicht hin. Dass du am Anfang halt wirklich nur zwischen Ardea und, weiß nicht, und ja, Cap Dun sozusagen rumpendeln kannst. Aber ja, grundsätzlich, also man hätte die Welt ruhig auch so gestalten können, dass das geht, ne, mit dem Fast Travel. Und das hätte auch irgendwie mehr Sinn ergeben eigentlich. Oder das, man kann ja auch anders, also weiß nicht, jetzt gibt es keine Reittiere in Gothic, also es gibt ja keine Pferde oder sowas und weiß nicht, Schattenläufer mit Kutsche ist irgendwie auch eine super utopische Vorstellung. Aber es gibt ja Kühe in Gothic 3. Weißt du, es gibt ja Kühe, das heißt, man hätte ja ruhig auch sagen können, okay, es gibt vielleicht Esel oder Pferde, die irgendwie auch mal so einen Karren ziehen können. Mhm. Und dann wäre das halt so ähnlich wie in Skyrim, so dass du da einfach so einen Karren hast, den du ansprechen kannst sozusagen und dann kann er dich zu bestimmten Orten fahren, so. Gegen Geld. Ja, ich glaube, das Fell würde ich besser finden, weil mit dem Schiff hättest du dann ja auch jederzeit die Möglichkeit, auch einfach wegzufahren von Mythana. Und da bräuchtest du ja schon irgendwie so einen Grund, warum du in Mythana bleiben musst oder möchtest. Gut, klar, man will als Held da die Welt retten, aber theoretisch können wir einfach sagen, ja, scheiß drauf, ich will jetzt wegfahren. Stell dir mal vor, man könnte wieder zurück zu Corinnes fahren. Ja, und dann nochmal Corinnes befreien. Ja, vor den und dann einfach neu besetzen. So. Ja. Obwohl so wahrscheinlich Lord Hagen und Lord Garrond einfach immer noch so, Lord Hagen hat sich im Rathaus verschanzt, Lord Garrond in seiner Burg und die chillen immer noch und wenn du die dann ansprichst, dann so, ja, ich brauche aber 300 Kisten. So, die checken das gar nicht, dass da irgendwas passiert ist. Ja. Dann gehen wir weiter. Grundsätzlich, die Frage ist, Schiff wär cool. Ja, die Frage ist echt lang. Ja. Dann zum nächsten Punkt. Wie könnte der Mainplot aussehen, ohne dass es eine endlose Suche nach Xardas wird und alles schon verraten wird? Ein Plottwist muss her. Puh. Ja, Herr Namlos stellt uns hier echt wirklich die wichtigen Fragen. Also, ich finde auch diese Suche nach Xardas als Mainplot, also als Hauptquest, super schwach. Das ist irgendwie so, finde Xardas, ist erstmal so deine Aufgabe. Und dann fragst du die Leute, irgendwie die Hälfte sagt dir Bullshit, die andere Hälfte sagt dir, okay, ungefähr in welche Richtung. Blabla. Danach, also das passt ja wirklich auf ein kleines Stück Papier, die ganze Story so, ne? Da musst du die Artefakte besorgen, die musst du dann entweder zerstören oder halt die entsprechenden Träger davon irgendwie loswerden und dann zack, ab durchs Portal oder halt Innos Belia Ende, was auch immer, und dann war's das halt im Prinzip. Also ich finde generell, die Suche nach Xardas ist durchaus eine Quest, die es geben kann, aber es ist halt sehr schwach, sie als einzige Hauptquest sozusagen drin zu haben. Und ich finde auch, dass das einfach nicht spannend genug aufbereitet wurde in Gothic 3. Ja, das ist der Punkt, weil so grundsätzlich könnte ich mir das schon gut vorstellen. Ich weiß nicht, hast du Witcher 3 gespielt? Nee, hatten wir schon mal das Gespräch. Ja, auf jeden Fall gibt es da ja auch eine relativ lange Suchquest nach einem bestimmten Charakter, was sich so über die Hälfte des Spiels, glaube ich, zieht. Mhm. Wenn nicht sogar noch mehr. Und das ist schon sehr cool und interessant aufgebaut und dass du dann halt wirklich zu verschiedenen Locations reist und ja, das war einfach richtig gut gemacht im Vergleich jetzt zu Gothic 3. Von daher, ich könnte mir das durchaus schon vorstellen. Wenn man jetzt versucht, noch irgendwie einen Plottwist einzubauen in die ganze Geschichte, dann könnte ich mir vorstellen, dass Xardas einen dann trotzdem dann auf die Suche schickt, um diese ganzen Artefakte zu besorgen, unter dem Vorwand, dass man die zerstören möchte, um dann die Welt von den Göttern zu befreien. Mhm. Und was wäre, wenn Xardas der Endgegner wäre? Dass er dir den dann abnimmt, diese ganzen Artefakte, und dann quasi übermächtig ist und dann dein Gegner wird dich nochmal irgendwie angreifen und du dann gegen Xardas kämpfen musst. Ja, wäre auf jeden Fall ein Ende, was
Ja, was auch ein Plot-Twist wäre, gewissermaßen. Also vielleicht nicht so ganz, weil man ja auch irgendwie im Laufe des Spiels schon so ein bisschen Xardas gute Absichten hinterfragt, weil man ja am Ende von Gothic 2 so mehr oder weniger von ihm halt so ein bisschen im Regen stehen gelassen wird und in Gothic 3 dann halt, okay, Xardas hat die Runenmagie zerstört, hier die ganzen Orks und so weiter. Mhm. Also da hinterfragt man ja auch, ob Xardas von Anfang an eigentlich, ob er überhaupt gut war oder ob das wirklich sein Plan war sozusagen. Der eigentliche Plot-Twist ist, dass Xardas wirklich gut ist und die Artefakte zerstören möchte. Ja, genau. So. Und, aber das ist halt schon drin. Ja, aber es ist halt so schwach, irgendwie schwach erzählt einfach, finde ich. Ja. Also ja, hat also da jetzt kein gutes Beispiel, wie man das jetzt optimal lösen könnte, so, ne, wie man jetzt quasi mit einem Fingerschnipsen auf einmal die ganze Story von Gothic 3 viel besser macht, so, keine Ahnung. Mhm. Aber, ja, also ich finde, der Mainplot ist ein bisschen dünn in Gothic 3. Ja, auf jeden nicht Fall. Nicht so atmosphärisch. In Gothic 2 ist es halt auch, besorge das Auge Innos. Und das schaffst du halt nicht, weil dir tausend Dinge irgendwie in den Weg gelegt werden am Anfang. Aber das ist halt irgendwie alles viel komprimierter und kleiner und irgendwie so in sich verschachtelt. So, okay, mhm. ich muss erstmal in die Stadt kommen, ich muss ins obere Viertel kommen, ich muss zu Lothagen und dafür muss ich mich einer Gilde anschließen, weil ich sonst nicht vorgelassen werde, bla bla. Also irgendwie diese ganzen Probleme, diese ganzen, der, zum Beispiel diese Spannung zwischen Stadt und Land in Gothic 2 ist irgendwie so verwoben mit diesem banalen Sprich mit Lothagen. Mit dieser banalen Sprich mit Lothagen-Quest. Und in Gothic 3 fehlt es irgendwie. Du bist auf einmal so lost in so einer riesigen Welt. Alle machen irgendwie, was sie wollen und keine Ahnung. Und irgendwie nichts passiert und alles passiert gleichzeitig. Und irgendwie. Ja. Ja, das finde ich irgendwie schade. Das ist leider nicht so ganz optimal. Ja, auf jeden Fall. Also der Held hat in Gothic 3 eigentlich so keine richtige Motivation, dann in jede Stadt zu gehen und die einen und jeden NPC abzuklappern, um da die ganzen Quests zu erfüllen. Wie du schon gesagt hast, ne? In Gothic 2 hat ja wirklich jede Quest da irgendeine Bedeutung. Selbst diese doofe Rübenzieh-Quest zielt ja darauf ab, damit du in die Stadt kommst, um dann letzten Endes das Auge Innos zu bekommen. Ja, genau. Und so baut ja alles irgendwie aufeinander auf. Und in Gothic 3 hast du dann einfach nur eine Quest so von wegen, ja, bring mir, keine Ahnung, 10 Wolfsfälle und das war's. Ja, und deswegen, der Kontext ist halt entscheidend. Und der Kontext ist eben auch bei dieser Rübenzieh-Quest gegeben in Gothic 2. Ja. Nee, man hätte das echt ganz anders aufziehen müssen, aber das ist dann wirklich ein Fall fürs Remake oder auch für das Community Story Project, Projekt, was schon seit vielen, vielen Jahren an so einer Mod für Gothic 3 arbeitet. Mal schauen, ob das wann und wann man das überhaupt mal spielen kann. Ich hoffe, irgendwann schon. Auf jeden Fall die beste Gelegenheit für ein Gothic Remake, also für Gothic 3 Remake, meine ich. Absolut. Oh ja, Alchemia ist, glaube ich, dann jetzt erstmal noch mit Gothic 1 und dann gegebenenfalls Gothic 2 beschäftigt. Ja, aber darauf freue ich mich auch sehr. Also es ist ja auch näher dran, aber ich glaube, wenn das Gothic 1 Remake wirklich gut wird, dann freue ich mich auf ein Gothic 2 Remake. So, dann danach kann ich, glaube ich, glücklich und zufrieden von dieser Welt scheiden, sozusagen. Ja. Punkt Nummer 4. Piranha Bytes ist ja nicht für allzu zufriedenstellende Enden und Bossfights bekannt. Wenn Gothic 3 die Chance gehabt hätte, mit seinen drei verschiedenen Enden, wie müssten die Enden aussehen, sodass man sagen würde, es war ein zufriedenstellendes und gebührendes Ende der Trilogie? Ja, das ist. Ich meine, darüber haben wir ja jetzt gerade eben auch schon so ein bisschen gesprochen. Also, ich glaube, ohne jetzt wirklich was Explizites zu benennen, wo ich sage, das muss passieren, damit das wirklich ein gebührendes Ende ist. Ich, weißt du, also jetzt inhaltlich, ich glaube, sehr wichtig ist, dass der Spieler das Gefühl hat, da ist ein Sinn hinter, also dass ich mache das alles, weil etwas Bestimmtes passieren soll. Mhm. Also zum Beispiel, ich zerstöre die Artefakte, damit das Gleichgewicht zwischen Innos und Belia erhalten bleibt und mir ist auch bewusst, wie wichtig das ist. Weil mir das nahegelegt wird und nicht nur, weil irgendein gammeliger Zauberer in irgendeinem Turm mir sagt, lass mal so machen, so mäßig, sondern ich muss wirklich als Spieler fühlen, das ist die richtige Entscheidung. Oder ich habe Bock, irgendwie meinen Charakter wirklich, keine Ahnung, pro Innos zu spielen und wirklich recht schaffen und ich sage, nein,
das, was die Orks machen, ist wirklich falsch. Und ich muss dafür sorgen, dass Belia keinen Einfluss in dieser Welt hat. Mhm. Damit ich mein Volk befreien kann vom Joch der Orks oder was. Und das muss einfach emotionaler und tiefer und also tiefgründiger und näher am Spieler dran sein, finde ich. Mhm. Das ist halt alles einfach so, es ist im Prinzip scheißegal, was du machst, weil das, also, es fühlt sich nicht so wichtig an. Ja, und irgendwie nicht so, als wäre es relevant. Und das ist der entscheidende Punkt, glaube ich. Also, wie man das jetzt inhaltlich löst, das ist nochmal eine andere Frage, da habe ich keine Antwort drauf, aber für mich ist wichtig, dass mich die Story packt und dass ich das Gefühl habe, okay, ich muss alles daran setzen, um dieses Ende zu erreichen, weil das für mich super wichtig ist. Und weil ich will, dass die Welt am Ende so ist, wie ich sie dadurch jetzt mit dem Helden gestalte, sozusagen. Ja. Vor allen Dingen hast du ja auch nicht so richtig so Beziehungen zu anderen NPCs in der Gothic 3 Spielwelt. Klar hast du dann auch so die alten Freunde aus Gothic 1 und 2, aber mit denen machst du ja in Gothic 3 auch so gut wie gar nichts. Ja. Und du willst dann ja eigentlich schon irgendwie so ein Ende finden, damit es denen allen möglichst gut geht. Ne? Und dass du dann halt vielleicht auch neue Freunde findest in Gothic 3, mit denen du dann quasi gemeinsame Taten erlebst. Ja, und das wurde halt alles viel zu dünn gemacht. Also da müsste man Gothic 3 wirklich komplett neu machen und ganz neu interpretieren. Und zu sagen, ja, das ist jetzt wirklich ein gebührendes Ende für die Gothic-Trilogie, weil das ist das Gothic 3 auf keinen Fall. Ja, nee, ist es nicht. Ja. Willst du noch den Anhang? Ich kann noch den Anhang machen. Bezüglich Ende schreibt Herr Namenlos, würde es Sinn machen, nach dem Bossfight noch weiter in der offenen Welt zu laufen zu können? Wie lange? Fragezeichen. Wenn nicht, wäre es besser, wenn man statt 2 Minuten Low-Resolution-Dia-Show 10 bis 15 Minuten In-Engine-Szenen sieht, von den besten Kommunikationen mit den wichtigsten NPCs. Ein Satz von Matt, eine Drohung von Torus, ein Satz vom Typen, wo alle durchs Haus laufen, ein Satz von Bloodwind, dann Xardas, die 2 Orks mit Selbstgesprächen, dazwischen mit epischer Musik, sodass man wirklich zurückgeworfen wird in die besten Momente. Ja, also erstmal, ich glaube, wenn man nach dem Ende von einem Spiel dann noch weiterspielen kann, dann das ist irgendwie so anticlimactic, wie heißt es auf Deutsch? Ja, antiklimatisch. Antiklimatisch. Ja, ich weiß nicht, das wäre irgendwie ein bisschen lame. Stell dir mal vor, du könntest dann halt nach Gothic 1, wenn du den Schläfer besiegt hast, dann nochmal durch die Minenkolonie durchlaufen. Klar wäre es irgendwie cool, aber dann da selber zu fliehen, aber ja, ich weiß nicht, du hast ja schon alles gemacht, alles getan. Du hast die Welt gerettet, in Anführungszeichen. Warum willst du denn da noch groß durch eine leere Spielwelt laufen? Also ich stelle mir das eher langweilig vor. Also ich finde diese Dia-Show tatsächlich, also als ich das zum ersten Mal gesehen habe damals, als ich zum ersten Mal Gothic 3 durchgespielt habe, habe ich es gar nicht so hinterfragt, da fand ich es okay, aber da habe ich auch irgendwie gar nicht so diese Tiefe der Story überhaupt gegriffen. So, es war einfach so, ich habe es gespielt und ja, jetzt habe ich es halt durch so. Aber ich finde tatsächlich, eine Dia-Show ist irgendwie lame eigentlich. Besser hätte ich gefunden, wenn es halt einfach wirklich so eine Cutscene wäre. Ja, dafür war wahrscheinlich keine Zeit und kein Geld mehr übrig. Nee, natürlich, klar. Aber jetzt zum Beispiel, dass man noch 10 bis 15 Minuten in Engine entweder in der Welt noch laufen kann oder dass man da irgendwie Szenen sieht. Also in Gothic 3, so wie es jetzt war, fände ich es krass lame, weil Gothic 3 einfach keine interessanten Charaktere und keine interessanten Dialoge jetzt so hatte, so, bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Mhm. Ja, also ich erinnere mich an diesen Dude mit den Eisbärenfällen, der da so in der Wüste gechillt hat. Ich erinnere mich an Bauer Pharmon und das war es im Prinzip. Also es gibt noch so ein paar kleine einzelne Leute, die ich irgendwie witzig fand, aber kein Charakter, wo du so wirklich dachtest, so ja Mann, das ist voll der coole Charakter und ich würde voll gern wissen, wie es mit dem jetzt weitergeht. So. Deswegen, also es müsste schon eigentlich das gesamte Konzept überarbeitet werden von Gothic 3, die gesamte Story und auch mit dem Endgame. Und dann würde sich daraus wahrscheinlich, wenn das halt alles gepolished ist, würde sich daraus dann wahrscheinlich irgendwie nochmal ein cooleres Ende ergeben als jetzt diese Dia-Show. Die Dia-Show kann unter Umständen vielleicht sogar auch ganz passend sein. Aber so fand ich, hat sie jetzt eher so schnell hinterhergeworfen gewirkt irgendwie. Also ich fand zumindest cool, dass man zu jedem Charakter, den man so grob kannte, dann irgendwie so ein
würdigen Abschluss, würdig ist es jetzt ja nicht, aber dass man da zumindest noch so einen Abschluss hat mit einer Geschichte, dass du weißt, wie es dann ungefähr mit dem Charakter weitergeht, dass dann so jeder so seine eigene Geschichte dann verfolgt hat. Ja, klar, als Cutscenes wäre es eigentlich ganz cool, aber so sehr stört mich das jetzt da in dem Fall nicht. Wird es nicht was von wegnehmen von einer namhaften Mod, die ich schon gespielt habe und dir empfohlen habe, aber die hat das Ende auch ähnlich gemacht, das sind so mit so Karten und ja, dann halt ein paar Bilder gezeigt und dazu noch ein paar Sätze erzählt. Und je nachdem, wie du dich dann im Laufe des Spiels entschieden hast, sind die dann auch anders ausgefallen. Also du hast dann quasi auch mehrere Enden noch innerhalb des Endes gehabt quasi. Ne, dass du dann vielleicht dem einen geholfen hast und der andere dafür gestorben ist zum Beispiel. Ja. Und sowas könnte man dann ja auch in einem Gothic Remake dann einbauen, ne, dass du dann, keine Ahnung, vielleicht hast du wirklich dann für die Assassinen die Wassermagier getötet und dann hast du dann halt ein anderes Ende für die Wassermagier. Aber das gibt's, glaube ich, auch sogar in Gothic 3, oder? Ja, so ein das paar gibt es, glaube ich. Ein paar andere Enden gibt's da schon. Aber ich weiß nicht, ob das Spiel dann darauf reagiert, wenn du zum Beispiel so alle Freunde von dir tötest. Das weiß ich nicht. Ob dann der Abspann dann einfach sehr kurz ist. Naja. Das weiß ich gar nicht. Ja, ich denke. Müssen wir mal ausprobieren. Ja. Weil sonst gibt es dann ja so die ganzen Sachen, wie Laris ja dann Morasul ist und keine Ahnung. Diego, der reichste Mann der Welt ist, bla bla, ja, genau. Ja, Diego war Morasul, stimmt. Laris ist Gauner in Geldern oder so. Ja. Ja. Spekulation über Spekulation. Vielen Dank für deine Fragen, Herr Namenlos. Ja, danke, Herr Namenlos. Wir sind jetzt bei 1:40. Ich würde sagen, das reicht auch für heute. Jetzt haben wir auch echt lange gequatscht und uns sehr viele Gedanken gemacht. Ja, und ich würde sagen, weitere Fragen werden dann in der nächsten Folge beantwortet. Genau. Und ja. Ich würde sagen, ich mache mal einfach jetzt so eine kleine spontane Abmoderation. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch wieder für das nette Gespräch, Evil. Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, immer wieder gerne. Ich freue mich auf die nächste Folge. Und ja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Wie gesagt, ich bin jetzt wieder mitten im Studium und so weiter. Wir machen einfach weiter so wie bisher, ne? Also einfach, wenn wir Zeit finden und so weiter, dann setzen wir uns ran, machen die nächste Podcast-Folge. Und ja, und dann kommt die dann kurz darauf dann natürlich auch online so und dann ja, dann schauen wir einfach mal, wie weit wir damit kommen. Also Fragen haben wir auf jeden Fall erstmal noch ordentlich und mehr bleibt erstmal, glaube ich, von meiner Seite aus gar nicht zu sagen. Ich würde sagen, ich verabschiede mich an der Stelle schon mal und ich sage danke fürs Einschalten, Leute. Ich sage tschüss und ich lasse dir das Schlusswort, lieber Evil. Ciao, ciao. Ja. Vielen Dank dir, lieber Windir. Ja, danke fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Fragen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir macht das immer sehr viel Spaß, hier mit dir, Windir, zu quatschen und über Theorien und Spekulationen zu brüten. Das macht echt sehr viel Laune. Und ja, wir werden einfach den nächsten Podcast aufnehmen, wenn wir Zeit dafür finden. Wer weiß, vielleicht gibt es bis dahin ja auch neue Informationen zum Remake, die man dann aufgreifen kann. Und ansonsten haben wir, wie Windir schon gesagt hat, noch mehr als genug Fragen. Und falls ihr noch irgendwas auf der Seele brennen habt, schreibt es einfach gerne in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.